Also gut, fangen wir einfach an, nutzen die Zeit. Mein Name ist Peter Berlin. Mikrofon benutzen bitte. Referent für Sozialpolitik und demografischen Wandel und habe diese Runde eingeladen. Das ist eine Herrenrunde, das ist mir ein bisschen peinlich. Aber es hat sich so ergeben und war der Recherche nach, wie soll ich sagen, kompetenten Gesprächspartnern, insbesondere aus der Bundesagentur für Arbeit und dem BIHK. Und da trifft man halt auch sehr häufig auf Männer, finde ich nicht. Und die kompetenten Frauen sitzen alle im Publikum. So, und die Frauen, die sollen, mögen sich dann zu Worte melden. Es sei auch kurz hingewiesen, es wird per Livestream hier aufgezeichnet und es wird auch morgen dann per Video abrufbar sein auf der Böll-Seite. Ich habe jetzt am Anfang, wie soll ich sagen, einfach um einen Einstieg zu haben, aus den Berufsbildungsberichten ganz wenige Daten da einfach hingeschrieben, die im Prinzip nur sagen, wir haben einen Rückgang an Ausführungsverträgen. Und wir haben offensichtlich auch einen Rückgang an Lehrstellenangebot und wir haben einen Rückgang auch bei den Bewerberzahlen, das heißt den Schülern, die aus der Schule, aus der allgemeinbildenden Schule abgehen und einen Ausbildungsplatz suchen. Und dann eben vielleicht ein kleiner erfreulicher Trend. In dem sogenannten Übergangssystem waren in den vergangenen Jahren eher Richtung 300.000 Jugendliche, jetzt sind es gegenwärtig 270.000. Das ist ein bisschen besser, aber hängt wahrscheinlich doch eher mit dem demografischen Wandel zu tun, hat es dazu bereits. So, und dann gibt es eben so eine Art Mismatch von Verhaltens- und Wünschen, Verhaltensweisen und Wünschen. Das heißt, es gibt auch leere Ausbildungsplätze oder nicht besetzte Ausbildungsplätze. Das sind also die Zahlen vom September 2012. Die können also in der Zwischenzeit natürlich auch höher sein. Und es gibt trotzdem eben Jugendliche, die keinen Ausbildungsplatz gefunden haben, als sie gesucht haben. Und interessanterweise ist die Zahl sogar größer geworden im Vergleich zum Vorjahr, also 2012, 2011. So, und dann gibt es offensichtlich auch viele Jugendliche, die erfolglos sich beworben haben, aber über deren Verbleib das Arbeitsamt oder wer auch immer in der Berufsberatung nicht Bescheid weiß. Auch das ist eben eine offene Flanke der ganzen Geschichte, die ich da erwähnen will. So, und dann als, wie soll ich sagen, als, was auch schon in der Einladung steht, diese riesige Zahl, 1,5 Millionen Menschen, sind eben ohne Berufsausbildung. Junge Erwachsene zwischen 25 und 35 Jahren. Die Hälfte haben Migrationshintergrund. Viele haben keinen Schulabschluss und 90% davon befinden sich im ALG-2-System in irgendeiner Art und Weise. So, und dann habe ich etwas gemacht, um das noch ein bisschen, wie soll ich sagen, zu untermalen, was heißt ja demografischer Wandel, diese Veranstaltung, und habe jetzt Zahlen genommen aus der IAB-Studie vom Januar dieses Jahres, was so Szenarien sind, die da gerechnet worden sind. Die Nettozuwanderung gerechnet mal mit 100.000 Personen, dann ist der Rückgang im Jahr bis 2035 7,3 Millionen Erwerbspersonenpotenzial. Nimmt man ein Nettozuwanderungsmodell mit 200.000 Personen, dann liegt man mit einem Rückgang bei 5,4 Millionen Erwerbspersonen. Und nimmt man die Zahl in dem Modell mit 300.000 Personen, dann kommt das IAB auf einen Rückgang von 3,2 Millionen Erwerbspersonen. Und was jetzt ganz auch verständlich ist, man muss unterscheiden zwischen Erwerbspersonen und Fachkräftelücke. Das ist eben nicht dasselbe. So, und da weist das IAB ja deutlich darauf hin. Und dann weisen sie darauf hin, was vielleicht eine Modellannahme ist, aber was nicht unrealistisch ist, wenn eben in einer Gesellschaft weniger Erwerbspersonenpotenzial ist, dann gibt es auch Anpassungsprozesse auf Kapital- und Gütermärkten, damit natürlich auch auf dem Arbeitsmarkt. Also das heißt also, das ist so ein bisschen der Hintergrund dieser ganzen Debatte, mit der wir uns hier beschäftigen müssen. Also wenn wir hier Jugendliche haben, die nicht ausgebildet werden oder die durch den Rost gefallen sind in der Vergangenheit, dann gibt es eben doch sehr hohe Anforderungen an die Kammern, an die Bundesagentur, an die Politik, an die Berufsschulen und letztlich an uns als Gesellschaft. So, das sollte so als Einführung
dienen. Das so als Hintergrund. So, jetzt möchte ich kurz die Gäste vorstellen, die ich hier eingeladen habe. Neben mir Herr Jürgen Spatz von der Bundesagentur für Arbeit. Er ist dort Bereichsleiter für das SGB III und für Jugendliche, also letztlich für die Ausbildungsfragen. Dann Herr Kisch, er ist Referatsleiter beim DHK für den Ausbildungspakt. Und Kai Gehring ist von den Bündnis 90 Die Grünen bildungspolitischer Sprecher und beschäftigt sich eben auch kräftig mit den Ausbildungsfragen hinsichtlich der Frage, wie man Jugendarbeitslosigkeit zurückdrängt. Und neben mir Pitt Rulf, er ist Leiter des Oberstufenzentrums Druck und Medien hier in Berlin-Reinickendorf. Und er hat unter seinem Schuldach so ungefähr alle Qualifikationsstufen von Jugendlichen, kann man wohl sagen. So, soweit die Vorstellung. Und ich möchte beginnen im Prinzip mit einer Frage an Herrn Kisch, was denn die Kammern unternehmen, also insbesondere die Industrie- und Handelskammern, für den der DRK als Dachverband zuständig ist, um erstens geringqualifizierte Jugendliche eine Chance zu eröffnen. Das ist die eine Gruppe. Und die zweite Gruppe, die wir hier unter diesen großen Zahlen der 25- bis 35-Jährigen haben, also die bereits ohne Berufsausbildung im Beschäftigungssystem oder arbeitslos in unserer Gesellschaft unterwegs sind. Ja, vielen Dank, Herr Selin. Ja, fangen wir vielleicht mit den Jugendlichen mal an. Also wenn ich mich vor ein paar Jahren hierher gesetzt hätte, dann hätte ich vielleicht Schwierigkeiten gehabt zu erklären, dass die Ausbildungslage eine wirklich gute ist. Das habe ich jetzt mitnichten. Als ich hergeradelt bin, gerade eben, habe ich mehrere Plakate gesehen, Auszubildender dringend gesucht, Bürokauffrau. Als ich am Mittag beim Bäcker war, stand auf der Tüte drauf, Backfachverkäuferinnen dringend gesucht, etc. Also offensichtlich gibt es keinen Mangel an Ausbildungschancen. Allerdings natürlich nicht in jedem Beruf, sondern in ganz bestimmten Berufen. Ausbildungsverträge ist nochmal eine ganz andere Zahl, wenn Sie die zitieren. Klar, die ging zurück im letzten Jahr. Aber wir haben seit 10 Jahren auch einen Rückgang an Schulabgängern von 100.000. Und im Gesamtsystem Schule stecken heute ungefähr 1 Million weniger Schüler als noch vor 10 Jahren. Also ganz klar, dass dann irgendwann mal auch die Vertragszahlen zurückgehen. Die gingen ja sogar jahrelang nach oben seit 2006, 2007, was sicher auch Verdienst des Ausbildungspakts war. Also es ist, glaube ich, mittlerweile Common Sense, dass es Ausbildungschancen en masse gibt. Wenn auch nicht in jedem Wunschberuf, das ist sicherlich völlig klar. Und natürlich gibt es eine ganze Menge Jugendliche, die schwächer sind, die schlechtere Startchancen haben, die in den letzten Jahren sicher weniger Berücksichtigung gefunden haben in Unternehmen, weil man, das schöne Stichwort Creaming-Effekt oder ähnliches, sich auch aussuchen könnte. Das ist ja auch im rationalen Konzept eines jeden Betriebes, sich die Besten auszusuchen, völlig klar. Da hat man in den letzten Jahren einige durchs Rost fallen lassen. Das ist sicherlich richtig. Auf die greift man mehr zurück, muss man, aus Eigennutz, aus gesellschaftlichem Nutzen letzten Endes. Und wir haben eine Umfrage einmal im Jahr, was denn die Unternehmen zu tun gedenken, und da sagen 70%, ja, die Leistungsschwächeren, die müssen wir jetzt letzten Endes auch zum Zuge kommen lassen, und ungefähr 16% sagen, wir haben unsere Ansprüche an die Vorbildung der Jugendlichen schon enorm gesenkt und wir geben denen Nachhilfe. Und da sagen über 50% unserer IHK-Unternehmen, wir geben denen Nachhilfe und versuchen sie in den Betrieb reinzuholen. Und das ist letzten Endes das, was die IHKs dann auch versuchen zu unterstützen. Während vor Jahren ein Pakt, deren oberste Aufgabe noch war, Ausbildungskapazitäten um jeden Preis beizubringen, ist jetzt die Aufgabe, ausbildungsfähige, fitte Jugendliche Unternehmen letzten Endes vor die Türe zu stellen, was wirklich nicht einfach ist. Da gibt es eine ganze Menge Möglichkeiten, was man machen kann. Da gibt es ausbildungsbegleitende Hilfen der Arbeitsagenturen. Da gibt es Mentoren, denen man den Jugendlichen an die Seite stellen kann. Da gibt es die berufsschulische Unterstützung, die sicherlich wertvoller denn je wird. Also eine ganze Menge Möglichkeiten, die sicherlich noch nicht ganz ausgeschöpft sind. Dann vielleicht noch ein letztes, was ich jetzt zu Beginn der Runde noch erwähnen möchte. Gibt es ein prima Instrument, das nennt sich Einstiegsqualifizierung, betriebliche Einstiegsqualifizierung. Wurde 2005 im Ausbildungspakt erfunden. Und das ist eine großartige Brücke in Ausbildung, Klebeeffekt 60%, gerade für die schwächeren Jugendlichen, die nicht zum Zuge gekommen sind. Allein dieses Instrument wird nicht mehr richtig benutzt in den letzten Jahren, muss man leider sagen. Das liegt zum Teil an den Unternehmen, die das Instrument vielleicht nicht mehr wirklich wahrnehmen. Das liegt zum Teil vielleicht auch an den Kammern, die es nicht mehr richtig bewerben. Das kann schon auch sein, möglicherweise. Das liegt aber auch daran, dass es unglaublich viele, Stichwort Übergangssystem, Konkurrenzangebote gibt. Und vielleicht sollte man uns darüber mal unterhalten, inwieweit dann Angebot, Fehlangebot auch Nachfrage schafft bei Jugendlichen
und dann letzten Endes auch Ausbildungsplätze entzieht, betriebliche Ausbildung letzten Endes konterkariert. Also das wäre ein schönes Thema, was ich gerne noch mal im Laufe der Runde vertiefen möchte. Ja, die Frage stellt sich aber doch, wenn ich zum Beispiel aus der Zeitung entnommen habe, dass Ihr Kollege, der Herr Derks, im Tagesspiegel die Zahl verwendet hat, dass 70.000 Plätze frei geblieben sind, also Ausbildungsplätze, ist also noch eine viel größere Zahl als die aus 2012, die ich da an die Wand geworfen habe, aus dem Berufsbildungsbericht, dann stellt sich doch die Frage, also warum sind die Betriebe, vielleicht auch in Verbindung mit den Berufsschulen, nicht in der Lage, also Brücken zu bauen, um angeblich ausbildungsunfähige, in Anführungszeichen, Jugendliche heranzuführen. Also das, was Sie jetzt Einstiegsqualifikation nennen, müsste ja an sich Aufgabe dieses Systems sein. Also deswegen erschließt sich mir das irgendwie noch nicht. Wenn Betriebe Bedarf haben, und den haben Sie ja offensichtlich angemeldet, wenn Sie irgendwelche Ausbildungsstellen ausschreiben, dann stellt sich ja doch die Frage, also wie man diese Brücke organisiert von der allgemeinbildenden Schule, was Berufsorientierungsfragen, Berufsberatungsfragen betrifft oder Betriebspraktika betrifft, um überhaupt irgendeine Ausbildungsrichtung kennenzulernen, also den Jugendlichen oder die Jugendliche da abzuholen, wo sie, wie soll ich sagen, auf der Suche ist, um es mal so auszudrücken. So, und deswegen erschließt sich mir diese Klage dann häufig nicht. Also, dass man sagt, man findet nicht die Geeigneten. Vielleicht können Sie da noch mal drauf eingehen. Also erstmal Art 1 Berufsorientierung und Herstellung von Ausbildungsreife, auch wenn ich weiß, dass das so ein umstrittener Begriff ist, ist erstmal Aufgabe der allgemeinbildenden Schule. Und da ist in den letzten Jahren offensichtlich auch in vielen Schulen einiges im Argen gelegen. Also wenn vielfach dann die bunte Welt der Berufe den Jugendlichen erst dann vorgeführt wird, wenn sie die 10. Klassen verlassen oder 9. Klassen verlassen, ist einfach ein bisschen spät. Insofern Berufsorientierung war lange Jahre in Deutschland ein enorm vernachlässigtes Feld. Das wird anders. Es gibt die sogenannten Bildungsketten, wo jetzt auch schwächere Jugendlichen frühzeitig in der 7. Klasse an die Hand genommen werden. Da gibt es Potenzialanalysen, da gibt es Berufseinstiegsbegleiter, Herr Spatz kennt das Thema, auch jetzt aufgestockt mit BMBF-Mitteln, noch ein Zusatzprogramm, wo Jugendliche wirklich frühzeitig schon vorbereitet werden, wo gerade auch schwächere Jugendliche frühzeitig vorbereitet werden. So, und Punkt Nummer 2, niemand kann bisher einen Jugendlichen zwingen, auf seinen manchmal auch noch so verfehlten Berufswunsch zu verzichten. Die allermeisten wollen eben mal nicht ins Gastrogewerbe, was man zum Teil auch nachvollziehen kann. Bei etwas schwierigen Arbeitszeiten, schwierigen Arbeitsbedingungen ist das nicht unbedingt der Traumjob. Die allermeisten wollen nicht Fachverkäufer für Bäckereiwaren werden oder Ähnliches. Es gibt niemanden, der die Jugendlichen dahin prügeln kann, wo sie gut aufgehoben werden, wo es einen Bedarf in der Wirtschaft gibt. Es kann aber nicht jeder Mechatroniker werden oder Mediengestalter, schon dann nicht, wenn die Leistungen nicht stimmen, schon gar nicht. Also das ist, denke ich mal, das Hauptproblem. Das Mismatch, eine etwas schwierige Lenkung. Und dieses Problem ist keins, was die Kammern lösen können. Ich denke, das ist eins, was man gemeinschaftlich lösen kann, wo die Arbeitsagenturen unterstützen können, wo die Schulen in der Pflicht sind, wo die Eltern in der Pflicht sind. Und ja, also insofern würde ich sagen, sollte man die Diskussion differenziert und nicht allzu pauschal führen. Gut, ich möchte mal zu Herrn Spatz übergehen. Sie haben ein bisschen andere Rolle mit der Bundesagentur für Arbeit und arbeiten natürlich mit den regionalen Organisationen zusammen. Und die Bundesregierung hat im Rahmen des Demografiegipfels mehr oder weniger 2 Elemente da angekündigt, dass sie eben diese bisher, sage ich mal, ausgegrenzten Bewerber und Bewerberinnen aufsuchen will und neue Chancen einräumen will, insbesondere für geringqualifizierte Jugendliche. Und dass sie auch Anstrengungen unternehmen will, sind da auch Zahlen genannt, für, als das mal Altbewerber, also die, sagen wir, zwischen 25 und 35 Jahre alt sind und bislang keine Berufsausbildung bekommen haben. So, also was unternimmt die Bundesagentur konkret, um an diese Gruppen, wie soll ich sagen, heranzutreten und um sie letztendlich abzuholen und die Verbindung herzustellen zwischen allgemeinbildenden Schulen und der beruflichen Bildung? Tja, die Bundesagentur ist sozusagen vielfältig an der Stelle unterwegs. Vielleicht nochmal von der Logik her, Sie haben ja
das Fass aufgemacht, alle Jugendlichen ohne Berufsabschluss sozusagen, die sozusagen durchs Raster gefahren sind. Also nicht nur diejenigen, die nach der Schule am liebsten einen Ausbildungsplatz hätten, sondern auch diejenigen, die bis 34, wenn man sie so weit als junge Erwachsene, sage ich jetzt mal, bezeichnen will, die haben sie ja in ihrer im Eingangsstatement auch erwähnt. Also es ist das ganze Feld an jungen Erwachsenen, die irgendwie durch den Rost oder das Raster gefahren sind. Und das ist ein Aufgabengebiet, das die Bundesagentur von Hause aus ja in ihrem gesetzlichen Auftrag. Und wenn man das umfassende Feld sieht, was ist naheliegender, als zu sagen, man muss ziemlich früh anfangen, um überhaupt zu verhindern, dass ein Jugendlicher keinen Ausbildungsplatz bekommt im Idealfall. Und deswegen ist der Gedanke der Prävention bzw. der Berufsorientierung, also rechtzeitig, wo man sich ja darüber streitet, wo fängt das an. Manche meinen ja, schon im Kindergarten sollte man anfangen mit der Berufsorientierung, halte ich für ein bisschen verfrüht. Aber ich denke, ein Schlüssel ist bestimmt in der Phase, wo der Jugendliche vom Intellekt her und vom zeitlichen Ablauf her ziemlich bald in Richtung Ausbildung geht. Also Vorabgangsklasse, so ist die Regel, denke ich, 7., 8. Klasse, sollte man damit anfangen, sich zu orientieren, was mache ich denn später nach der Schule? Und ich denke, dass das ein weites Feld ist, dass das in vielen Bereichen noch ziemlich unsystematisch abläuft in den Schulen. Wir haben ja Föderalismus, in jedem Bundesland ist das ja anders zu betrachten, aber wenn ich jetzt alle 16 Bundesländer denke, sind wir weit davon entfernt noch zu sagen, wir haben in jedem Schultyp eine systematische Berufsorientierung. Und unter systematischer Berufsorientierung verstehe ich, dass man nicht nur einfach mal kurz reinguckt in 3, 4 Berufe, sondern dass man dem Jugendlichen die Möglichkeit gibt, wirklich mal dahinter zu schauen und ausgerichtet an seinen Stärken zu gucken, was ist das Richtige für mich. Und dann hinterher, und das ist für mich das Entscheidende, dann auch mit dem Jugendlichen reflektiert, was sind meine Stärken, welche Möglichkeiten gibt es, und das kann ich nur durch praktisches Erleben und durch eine richtige Aufarbeitung machen. Und ich brauche dafür Zeit und einen entsprechenden Umfang. Und da ist meines Erachtens, ein Hebel anzusetzen, dass man das A verstärkt macht, zur Regel macht und in der Schule fest verankert. Das ist Punkt 1. Und natürlich ist es auch unsere Aufgabe als Bundesagentur, im Rahmen unserer Möglichkeiten, individuelle Berufsberatung, wir haben ja Berufsberater, die sowas auch machen, dass man immer stärker sozusagen die Möglichkeiten, es gibt ja aufgrund der Entwicklung in den Berufen und auch jetzt, wenn Sie in die Hochschulen gehen, was Sie alle studieren können heutzutage, haben Sie so ein breites Spektrum an Möglichkeiten, wo man gar nicht mehr den Durchblick hat. Und das ist auch ein zweites Feld, Transparenz herstellen, entweder durch die Möglichkeit im Internet zu schaffen, welche Orientierungsveranstaltungen gibt es überhaupt, welche Berufsmöglichkeiten gibt es überhaupt. All diese ganzen Medien müssen vernünftig und systematisch aufgearbeitet werden. Das ist so, denke ich, die Berufsorientierung, was ganz wichtig ist. Und dann, nachdem wir das große Feld derjenigen, die übrig bleiben, sind ja Benachteiligte, sagen wir. Ja, benachteiligt im Sinne von, weil sie eben im Unterschied zu demjenigen, der sofort einen Ausbildungsplatz bekommt, keinen bekommt. Also das ist jetzt kein, ich will es nicht als benachteiligt, als negativen Begriff, sondern das ist halt ein Begriff, den man sich da ausgedacht hat, um eben das zu trennen von dem, der sofort eine Ausbildung bekommen hat. Und wenn es um diese Jugendlichen geht, stellt man halt fest, dass da komplexe Problemlagen vorliegen, warum die eben nicht zum Erfolg gekommen sind. Und es bedarf einer bestimmten Unterstützung und einer Betreuung. Und in der Vergangenheit hat man nicht so viel Zeit aufgewendet, die individuell auf die Interessen und auf die Bedürfnisse und auf die Problemlagen der Einzelnen einzugehen. Und da sind wir wieder bei der Thematik, wer soll das denn tun? Natürlich ist das Elternhaus an erster Stelle, es hat sich alles anders entwickelt, gesellschaftlich betrachtet, sodass viele Jugendliche sich allein überlassen sind und dann muss es jemand geben, der die Aufgabe übernimmt. Und da sind wir auch wieder beim Hin und Her, bei den finanziellen Verantwortlichkeiten. Und wir haben eben versucht, das Stichwort ist ja genannt worden mit der Berufseinstiegsbegleitung, dass wir sowas wie einen Berufseinstiegsbegleiter mittlerweile an 2000 Schulen in Deutschland installiert haben. Wir würden natürlich noch viel mehr, fast in jeder Schule, aber das ist eine Frage der Finanzierbarkeit. Aber es ist der erste Schritt und an der Stelle muss man auch weiterdenken und muss mit Ehrenamtlichen und mit anderen, mit Sponsoren, mit Stiftungen eben an der Stelle arbeiten,
um die individuelle Unterstützungsleistung sicherzustellen. Das wäre der Idealfall. So, und der dritte Fall, sage ich jetzt mal, also ich bin bei der Orientierung, bei der individuellen Unterstützung, und das dritte ist für die Erwachsenen, die schon 25 und älter sind, da müssen sie sowas schaffen wie die Möglichkeit der Nachqualifizierung, also dass der nachträglich was machen kann. Und nachdem diese jungen Erwachsenen nicht vergleichbar sind mit dem 17-, 18-Jährigen oder 16-Jährigen, da ist das Lernen nicht mehr so drin, brauchen sie auch Lernformen, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, die speziell ausgerichtet für diese Zielgruppe installiert werden müssen. Also ich bin bei Lehrplänen. Lehrplänen für diese Zielgruppe. Und da gibt es auch viel zu tun. Ich könnte jetzt noch viel, ich will ja jetzt nicht in den Rahmen springen, ich rede glaube ich schon zu lange, aber ich wollte an der Stelle nur drei Facetten aufmachen, wo extremer Handlungsbedarf ist und wo man daran arbeiten muss. Und ich sage, die Bundesagentur ist an der Stelle ein Player, aber nur einer. Und dieses Problem ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, wo alle, die auf dem Feld, ob das die Kammern sind, ob das Arbeitgeber sind, Arbeitnehmer, Sozialpartner, die Schulen, alle sind an der Stelle gefragt, seinen Beitrag zu leisten. Ja, dann gehen wir mal in eine Berufsschule rein. Oberstufenzentrum, Beispiel jetzt Medien und Druck. Wie geht man denn mit, wie soll ich sagen, Berufsberatungsfragen um, Berufsorientierungsfragen um? Wie geht man um mit geringqualifizierten Jugendlichen? Wie kriegt man die auf die Reise? Wie holt man die im Stadtteil ab? Ja, vielen Dank nochmal auch für die Einladung. Ich habe kein Patentrezept. Ich habe mich auch vorher mit den Herren geeinigt, dass wir auch das Thema nicht abschöpfend ergänzen, also ohne, dass wir zum Ende kommen, werden wir heute nicht. Wir werden keine Lösung finden. Nichtsdestotrotz drängt das Problem an allen Ecken und Enden. Ich selber kann auf 38 Jahre Arbeit mit diesen Jugendlichen zurückgucken, in unterschiedlichsten Funktionen, als Lehrer, als Fachleiter, als Personalrat, als Personalvorsitzender, jetzt als Schulleiter, immer wieder versucht, an dieser Ecke anzusetzen. Und sie sind mir auch die wichtigsten, auch in meiner Schule. Und da ich das jetzt seit 12 Jahren mache an dieser Schule, habe ich auch mit meinen Kollegen mich darauf geeinigt, dass wir für die Jugendlichen, die bei uns ankommen, die volle Verantwortung tragen. Da ist niemand anders, nicht die IHK, nicht die Betriebe, nicht der Senator, sondern wir sind dafür verantwortlich an dieser Schule, dass diese Jugendlichen ihre Ziele erreichen. Wir haben festgestellt, dass vor 3-4 Jahren noch, also die noch keinen Abschluss haben, die kommen in der 11. Klasse zu uns, haben nichts, sind überall durchs Rost gefallen. Die versammeln wir da in Klassen. Das können wir nicht anders organisieren, dass ungefähr 43% das erste Ziel erreicht haben. Das hieß damals Hauptschulabschluss, jetzt heißt es Berufsreife. Berlinweit lag die Quote noch niedriger. Dann haben wir gesagt, das kann es nicht sein. Die Kosten-Nutzen-Analyse ist einfach, dass, da müssen wir was dran ändern. Und nach 3 Jahren sind wir inzwischen bei denen, die Berufsreife, erweiterte Berufsreife, mittleren Schulabschluss haben, bei einer Quote von über 85%. Dadurch, dass wir uns einfach zusammengesetzt haben, haben geguckt, was können wir mit diesen Jugendlichen machen? Wie können wir sie wieder ein bisschen an die Bildungsmotivation heranführen? Das ist irgendwo verloren gegangen. Das ist auch ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Die kommen zu uns nach 10 Schuljahren und sind nicht mehr motiviert zu lernen. Das ist sicher auch dann der Mangel, der überall anders auftaucht, bei den Betrieben, bei der Lehrstellensuche, dass sie sich überhaupt aktivieren, dass sie für sich selbst verantwortlich sind. Das ist an der Stelle verloren gegangen. Da beschäftigt sich die Wissenschaft, alle möglichen Menschen beschäftigen sich damit, wo das nach der 6. Klasse geblieben ist. Dieser Lerneifer, diese Lernlust. Gut, da habe ich auch keine Antwort drauf, aber wir müssen halt wieder darauf achten, dass sie, um selber weiterzukommen, auch Lust haben, an der Stelle zu lernen. Wir sprechen ja nicht über die 75%, die doch noch trotz dieser Hemmschwellen gerade durchlaufen. Um die geht's nicht. Ich sage immer, ungefähr 25% bedürfen einer besonderen Begleitung. Und da habe ich mal jetzt auch recherchiert im Zusammenhang mit den Personen, die heute Abend da sind. Es ist eine unglaubliche Fülle von Material, von Analysen, von Statistiken, von Foren, von Veranstaltungen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es ist auch eine ganze Betreuungsindustrie um diese rundherum aufgebaut, wo man auch fragen muss, führt das nicht auch noch mit dazu, dass man dann auch als Jugendlicher sagt, na, irgendeiner wird sich schon um mich kümmern. Und wenn es der Schulleiter der Schule ist. Ich habe als erstes mir eine Sitzecke vor meinem Arbeitszimmer eingerichtet. Da dürfen die sitzen in der Pause
und dann kann ich gucken, was die da machen, über was die reden, was die für ein Interesse haben und dann kann ich mit denen sprechen. Und ich habe mir auch bei dieser Veranstaltung überlegt, wir reden wieder über die Jugendlichen, wir reden nicht mit ihnen. Es würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Deswegen habe ich zwar gefragt, will mich jemand begleiten? Natürlich will mich bei so einem Wetter und bei so einem Abendtermin nicht unbedingt jemand begleiten. Dem hätte ich auch was anbieten müssen, etwas mehr. Wir können nachher nochmal drüber sprechen, ob vielleicht der Mindestlohn auch für Auszubildende beitragen würde, dass auch andere Berufe attraktiver sind. Ja, es ist auch die finanzielle Aussicht, die sozusagen diese Verantwortung im Leben auch finanziell tragen zu können, bei vielen Berufen nicht gegeben, sodass auch die Attraktivität dieser Berufe nicht groß genug ist. Wenn ich als Bäckerlehrling 15 Euro später als Mindestlohn erhalten würde, dann würde ich vielleicht auch Bäcker werden als Jugendlicher. Das muss man sich auch überlegen. Der materielle Anreiz ist auch relativ niedrig. Ich würde schon gerne in einer der späteren Runden nochmal darauf eingehen, was wir ganz konkret getan haben an der Schule, um sozusagen diese Quote zu erreichen und auch ein Angebot dann für die Wirtschaft zu machen, wenn die uns verlassen, auch nach ein oder zwei Jahren mehr, dass sie dann auch ausbildungsfähig sind oder ausbildungsreif sind. Die reifen bei uns noch. Es macht keinen Sinn, die nach 10, diese Menschen, die bei mir vor der Tür sitzen, die gehen unter in den Betrieben. Das sind die, die nach 3 Monaten spätestens die Ausbildung abbrechen. Die brauchen diese Reifung noch. Warum das verloren gegangen ist, waren die Menschen früher reif, ich weiß es nicht. Als junger Lehrer hatte ich auch schon die Vollzeit, VGH, ist die Vollzeitklassen. Da kam ich manchmal, drang ich überhaupt nicht durch. Das war wie, es gab mal so ein Theaterstück Klassenkampf, wo nachher nur noch 3 oder 4 Jugendliche im Klassenraum saßen. Der Lehrer war längst gegangen und die hauten sich dann auf die Nase und diskutierten. Das ist auch schon 35, 40 Jahre her. Also diese Phänomene sind nicht neu. Und wir haben uns gesagt, wir gucken jede Person individuell an, machen einen Bildungsplan für diesen jungen Menschen und gucken ständig drauf, sehr konsequent, sehr streng auch, ob diese Ziele des Planes mit den Jugendlichen gemeinsam erarbeitet, ob wir damit durchkommen mit ihm und passen auch auf, dass er uns nicht zwischendurch irgendwo entgleitet. Das führt sogar dazu, dass wir 25 junge Menschen morgens wecken. Ja, wir machen Weckrufe, du musst zur Schule gehen, wie sieht's aus? Die anderen Familienmitglieder liegen alle noch im Bett und müssen nicht raus und der soll noch zur Schule kommen. Also es die Kernaussage, wenn ich das für mich nochmal zusammenfasse, wir haben gesagt, wir müssen jeden Einzelnen, sag mal jetzt von uns aus, analysieren, was braucht der, was hat, bringt der mit, wo sind dessen Stärken, die wollen wir fördern, natürlich wollen wir auch Schwächen abbauen. Aber da ich auch Sportlehrer bin, sage ich immer, ich kann aus dem Kugelstoßer keinen Hochspringer machen. Ich kann gucken, dass er einigermaßen über den Hochsprung rüberkommt, aber ansonsten ist das ein Hochspringer, den fördere ich da, wo er hochspringen kann. Und da gucken wir bei jedem Einzelnen drauf und das hat zu diesen Erfolgen geführt, die wir haben. Und vielleicht sage ich in der nächsten Runde nochmal, welche Erfolge wir auch in der Zusammenarbeit mit der IHK haben. Ich bin Mitglied der Berufsbildungsausschüsse von Handwerkskammer und IHK und haben da einiges zusammen auch auf die Beine gestellt, mühsam. Aber es gelingt uns zunehmend besser, auch hier nochmal das, was fehlt an den allgemeinbildenden Schulen, Blick auf die Beruflichkeit, was kann man werden, das auch noch nachzuholen. Da würde ich aber in der zweiten Runde was zu sagen. Ja, vielen Dank. Also in Berlin ist es besonders gravierend. Also ungefähr ein Drittel der Jugendlichen, die mal eine Ausbildung anfangen, brechen sie auch noch ab. Also wenn man jetzt das nochmal mit reinnimmt, diese Zahl. Jetzt kommt die Politik zu Wort. Kai Gehring, mit ja, was für Antworten haben eventuell die Grünen auf dieses großen Dilemma, die wir in der Gesellschaft offensichtlich vorfinden? Also ich möchte erst nochmal Wasser in den Wein gießen, weil ich finde, wir müssen uns nochmal vergegenwärtigen, dass wir ein unheimlich gespaltenes Bildungssystem haben. Wenn jeder 10. als funktionaler Analphabet gilt, wenn jeder 15. die Schule abbricht und wenn rund 2,2 Millionen unter 34-Jährige ohne Berufsabschluss durchs Leben spazieren, dann ist das doch völlig klar, wenn wir auch uns die PISA-Ergebnisse nochmal vergegenwärtigen, dass auch Jugendliche darunter sind, wo der Begriff ist nicht ausbildungsreif auch zutrifft. Es geht aber auch darum, dass Betriebe und Firmen ausbildungsreifer werden. Und es geht darum, dass wir die Erkenntnisse, die im Berufsbildungsbericht stehen, auch wirklich nochmal kritisch gegen den Strich bürsten, auch da Wasser in den Wein gießen. Also ich finde, dass das alarmierend ist, dass immer noch 250.000 Jugendlicher in den Warteschleifen landen, wo gleichzeitig 33.000 Ausbildungsplätze nicht besetzt worden sind.
Ich finde das auch dramatisch, dass wir einen historischen Tiefstand haben seit der Wiedervereinigung bei der Frage, wie viele Betriebe bilden denn überhaupt aus? Es sind jetzt 21,7%, glaube ich, die Ausbildungsbetriebsquote. Da wäre, glaube ich, nochmal eine Schippe draufzulegen. Und ich finde auch, dass man die regionalen Ungleichheiten nochmal sich sehr genau angucken muss. Das spaltet sich nämlich immer stärker, genauso wie sich auch die ganze Frage der Matching-Problematik immer weiter verschärft. Also etliche Ausbildungsbetriebe, die händeringend nach Leuten suchen und dann aber letztlich keine finden. Wenn man sich die Durchschnittswerte anguckt, dann kann man doch sagen, die Entdramatisierung auf dem deutschen Ausbildungsmarkt ist im Wesentlichen Ursache in der demografischen Schrumpfung, in der guten konjunkturellen Lage und in einer Entwicklung, die auch das Bildungssystem insgesamt vor eine große Herausforderung stellt, nämlich, dass ein Studium erheblich attraktiver geworden ist und Ausbildung weniger attraktiv geworden ist. Wenn vor 10 Jahren ungefähr 36% eines Altersjahrgangs ein Studium begonnen haben, es jetzt im letzten Semester aber 57% eines Altersjahrganges waren und wir einen nie dagewesenen Studierendenboom erleben, dann sehen wir eben auch, dass es dem beruflichen Ausbildungssystem schwerer fällt, attraktiv sowohl für besonders starke als auch für eher schwächere Jugendliche zu sein. So, und jetzt finde ich, dass alle Akteure hier sich um die Frage nicht drumherum drücken können, wie wir diese Warteschleifen reduzieren. Ich finde erstmal, dass es die Aufgabe sein muss, wirklich diese Brücken zu bauen und Jugendliche dann in gute Ausbildung zu bringen, statt erstmal in einer Betreuungsindustrie, das Stichwort fiel, oder in unterschiedlichsten Warteschleifen und Maßnahmen zu parken. Und das setzt erstmal einen Mentalitätswechsel voraus, dass man nämlich sieht, welche Potenziale und Stärken bringt ein Jugendlicher mit. Und nicht, wir können stundenlang immer beschreiben, welche Defizite jemand hat. Aber zu gucken, okay, wo hole ich jemanden ab und wie klappt es ihm oder ihr entsprechend eine Brücke zu bauen, das fände ich wichtiger, dass wir uns damit beschäftigen. Wir haben als Grüne dieses Konzept Dual Plus entwickelt, was letztlich bedeutet, wir wollen damit eine systematische Auflösung und Überwindung dieser Warteschleifen schaffen, indem Teilschritte, indem unterschiedliche Bausteine im Rahmen des Berufsprinzips anerkannt werden, dass die Jugendlichen wirklich auch was in der Hand haben, wenn sie eine bestimmte Maßnahme machen und am Ende eben wirklich eine gute Ausbildung gelingt. Ich finde, dass diese ganzen Fragen, wie die Strukturen des guten dualen Systems weiterentwickelt werden müssen, da reicht auch der bisherige Ausbildungspakt nicht. Ich glaube, den sollte man mal überlegen, ob man den ad acta legt und nicht in der nächsten Legislaturperiode einen neuen Vorstoß braucht, beispielsweise eine Allianz für gute Ausbildung, wo auch die Gewerkschaften wieder mit am Tisch sitzen und wo auch Träger der beruflichen Bildung beispielsweise mit am Tisch sitzen, wo auch klar adressiert wird, was müssen die unterschiedlichen Akteure wirklich leisten. Eben ist angesprochen worden, das ist Aufgabe der Schule beispielsweise, die Berufsorientierung. Ja, stimmt. Ich möchte auch, dass wir mit der KMK beispielsweise als Adressat klar verabreden, Berufsorientierung sollte für jeden Jugendlichen in Deutschland im 7. Schuljahr stattfinden. Und zwar eine gute Berufsorientierung. Und das wäre etwas, was man auch im Rahmen einer solchen Allianz für gute Ausbildung sicherlich verabreden könnte. Gute Ausbildung meint in dem Sinne auch Qualitätsverbesserung, denn die Abbruchquote im Bereich der dualen Ausbildung mit 23-24%, die finde ich auch noch nicht besonders gut, sondern auch dort muss noch einiges passieren. Und wir wissen ja, in welchen Branchen es besonders schwierig ist, die jungen Menschen auch wirklich zu einem Ausbildungsabschluss zu bringen. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch vielleicht ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, meine Perspektive reinbringen, die auf europäischer Ebene ja an sich diskutiert wird. Da soll es eine Beschäftigungsgarantie geben. 4 Monate steht da zwar nur. Aber es gibt beispielsweise in Österreich ein Konzept, das nennt sich Ausbildungsgarantie. Das gibt es schon seit 2006. Und es ist eine Verzahnung zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung, könnte man sagen. Und es ist eben das, was man abholen nennt, das Individuum abholen, kann man sagen.
Und jeder wird begleitet oder jede junge Frau wird begleitet auf ihrem Weg. Und es ist eine Verzahnung. Wenn jemand keinen dualen Ausbildungsplatz in Österreich findet, dann geht er eben erstmal in so eine Art Berufsfindungsphase in einem Oberstufenzentrum, sage ich jetzt mal, auf unsere Begrifflichkeit gebrochen in Deutschland, oder eine Berufsschule. Dort wird die Berufsorientierungsphase geklärt. Was willst du werden? Was willst du aus deinem Leben machen? Und dann wird die Einstiegsqualifikation in der Berufsschule vermittelt für den Beruf, für den sich der Jugendliche entschieden hat, verbunden mit dieser Nachholung von vielleicht allgemeiner Bildung in Mathe und Deutsch, was weiß ich, was fehlt. So, und im zweiten, dritten Lehrjahr wandert der Jugendliche häufig dann in einen dualen Ausbildungsvertrag für die österreichischen Kammern dann die Verantwortung tragen. Also bei uns wäre es dann die IHK oder die Handwerkskammer. So, und dieses Modell hat natürlich eine hohe Attraktivität, weil im Prinzip eine Gewährleistung eintritt, dass man jemanden bis zu einem Berufsabschluss bringt. So, bei uns leisten wir uns ein sehr teures Übergangssystem. 270.000 Jugendliche sind da drin. Und wir haben vorhin gesagt, da gibt es diesen wahrscheinlich von der Bundesagentur auch sehr stark oder von der Bundesregierung mitfinanzierten Markt, der, Berufsorientierung finanziert, der aber diesen Transfer nicht gewährleisten kann, dass er tatsächlich in einer dualen Ausbildung landet. So, und das möchte ich in meinen Raum stellen. Vielleicht beschäftigt sich Herr Kisch und Herr Spatz. Ja, also wenn ich es ist natürlich, Sie haben jetzt vieles in den Raum geworfen. Also ich wollte noch, bevor ich da jetzt explizit einmöge, muss ich unbedingt noch auf zwei Punkte eingehen, Herr Gehrig, was Sie gesagt haben. Der Begriff der Warteschleife ist so ein Begriff, den ich jetzt nicht nur persönlich nicht mag, weil er schlichtweg falsch ist. Mich regt es immer auf, wenn so Dinge dramatisiert werden. Also es ist unbestritten, dass wir im Rahmen dieses Übergangsbereiches es viel lieber hätten, alle zusammen, dass da viel weniger wären, dass jeder einen Ausbildungsplatz hätte. Aber es hilft ja auch nichts zu sagen, dass diese 266.000, die da in dieser sogenannten Warteschleife sind, nichts anderes tun, als nur warten und es unnütz wäre. Weil eins muss man... Da sind aber großteils auch schulische Ausbildungsgänge dabei, die nicht zum Abschluss führen, die teilweise dann anerkannt werden für eine spätere Abschlussprüfung, die durchaus einen Sinn machen. Und berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen machen vor allem für diese Jugendlichen einen Sinn, die noch nicht wissen, was sie werden wollen. Im Rahmen dieses Jahres werden sie klar, was sie werden wollen. Und die Erfolgsquoten liegen bei 40-50% nach einer berufsvorbereitenden Maßnahme. Also zumindest für diesen Anteil von Jugendlichen ist es kein Unsinn. Also bin ich an der Stelle für eine klare Differenzierung. Ich bin Ihnen auch nicht ins Wort gefallen. Ich bin für eine klare Differenzierung an der Stelle und kann den Begriff der Warteschleife überhaupt nicht leiden. Das ist eine Polemisierung an der Stelle. Und ich bin auch nicht dafür, dass man zwischen Studium und Ausbildungsverhältnissen eine Konkurrenz aufbaut. Wir brauchen beides nämlich. Wir brauchen Akademiker, und zwar haben wir viel zu wenige im Vergleich. Wir brauchen auch qualifizierte Gesellen, die später auch mal die Möglichkeit haben zur Meisterprüfung. Das sind so zwei Punkte, die mir jetzt nicht gefallen haben von der Art und Weise, von der Diktion Ihrer Überlegungen. Und Sie haben ja angesprochen, Übergangssystem Österreich im Vergleich. Da gibt es die Ausbildungsgarantie. Im Grunde haben wir all das, was die Österreicher haben, haben wir auch. Bloß die Österreicher haben die Verbindlichkeit, was die Ausbildungsplatzsituation anbelangt. Die garantieren jedem Jugendlichen dann einen Ausbildungsplatz. Könnte ich natürlich an der Stelle sagen, wie kann man Österreich vergleichen mit Deutschland? Wie groß ist Österreich? Wie ist die absolute Zahl der unversorgten Jugendlichen in Österreich zu Deutschland? Das ist finanziell kein Thema. Unabhängig davon ist es eine politische Entscheidung, zu sagen, ob ich eine Ausbildungsgarantie auch in Deutschland haben will oder nicht. Das ist jetzt eine politische Entscheidung. Aber unabhängig davon haben wir Maßnahmen, die den Jugendlichen die Möglichkeit geben, die richtige Berufswahl zu finden, sich zu testen, ob das jetzt Einstiegsqualifizierungen sind, ob das jetzt berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen sind. Die Möglichkeit gibt es, was wir alle hier ein bisschen
kritisieren, ist die Vielfalt dieser Maßnahmen, wo man kaum den Überblick mehr hat, was es alles so gibt. Wobei ich jetzt nochmal, weil Sie sagen, auch es gibt hier eine so Art Trägerschaft, einen Markt, der sich da gebildet hat, einen Betreuungsmarkt, das ist sicherlich richtig. Wobei auch da ich wieder sagen muss, 70% dieser Maßnahmen im Übergangsbereich wird von den Ländern finanziert. Ne? 16 Bundesländer. Also wir haben da schon eine Problematik der Vielfalt, hat was mit Föderalismus zu tun. Föderalismus ist nicht nur schlecht, sondern auch gut, aber man hat auch manchmal einen Preis zu zahlen für bestimmte Dinge. Das muss man sehen. Und sicherlich wäre es sinnvoll, wenn man sich jede Maßnahme mal angucken würde und mal schauen würde, ob die alle notwendig sind. Also sozusagen der Bestandsaufnahme, nach der Bestandsaufnahme zu überlegen, streiche ich diese. Ich will Ihnen nur an der Stelle sagen, ich war mal in meiner Eigenschaft in einem Arbeitskreis, wo gerade das ein Auftrag war von der Bundesregierung auf Bundesebene, ich bin ja nicht bei den Ländern, auf Bundesebene zu gucken, dass man den Dschungel lichtet. Und es waren nur 5 Bundesministerien, die an der Stelle da beteiligt sind. Und Sie können sich brauchen nicht weiter sagen, es ist schon schwierig, mit 5 oder 6 Bundesministerien zu einem Konsens zu kommen. Und das wird bei den Ländern noch viel schlimmer sein, weil jeder ja auf die Wichtigkeit und Bedeutung seiner Programme und seiner Maßnahmen setzt. Da bin ich wieder bei einem Problem. Also die Frage der Kompromissbereitschaft, der Konsensfähigkeit in unserer Gesellschaft bei diesem großen Aufgabenfeld. Die Vielfalt dieser Maßnahme ist auch ein Ausfluss der vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten in diesem Bereich. Nee, Kish ist schon richtig, ist ein ungarischer Name, der Kish gesprochen wird, Kish geschrieben, die meisten sprechen Englisch, ich weiß. Jetzt waren ja jede Menge Themen angesprochen worden. Ich dachte vorhin schon, 2 Stunden sind ganz schön lang, jetzt denke ich, 2 Stunden sind ganz schön kurz. Also nochmal Übergangsbereich. Da sind sicher noch immer viel zu viele Leute drin, aber ein bisschen was passiert ist ja da schon. 2005 waren es weit über 400.000 Leute Teilnehmer im Übergangsbereich, jetzt haben wir noch knapp 270.000. Aber auch von denen sind, das schätzt ja die IHK zumindest, sicherlich noch so um die 100.000 etwa, die durchaus in der Lage wären, eine betriebliche Ausbildung oder wenigstens eine Einstiegsqualifizierung anzufangen. Es ist dann aber eine Frage der Lenkung. Das hat Herr Spatz ja gerade schon angesprochen. Es gibt jede Menge schulische Maßnahmen. Das sind gar nicht mal so die BA-Maßnahmen. Das sind so 50.000, 60.000 BVB plus EQ nochmal 16.000. Das Gros des Angebots kommt aus den Schulen. Und das sieht allerdings in den Bundesländern völlig verschieden aus. Wenn man sich mal Bayern zum Beispiel anguckt, ähnlich strukturiert wie Baden-Württemberg, da ist im Übergangsbereich im letzten Jahr integrierte Ausbildungsstatistik ungefähr 20.000 Leute drin gewesen. In Baden-Württemberg waren es weit über 50.000. Ähnlich strukturiert, ähnlich wirtschaftsstark. Sprich, das Angebot schafft offensichtlich doch Nachfrage. Da, wo Unternehmen sind und ihre betrieblichen Angebote loswerden, klappt's. Da, wo viele Schulen sind, frühzeitig in die Werbung reingehen, mitunter sogar schon im November, Dezember des Jahres, bevor es zu einem Abschluss kommt, da schnappen die tatsächlich auch gute, manchmal ausbildungsreife Bewerber weg. NRW ist ein schönes Beispiel. Da sind die Berufskollegs gegenüber der Schulen, wo man später dann entweder eine vollzeitschulische Maßnahme oder aber auch eine Maßnahme im Übergangssystem anfangen kann. Da wird den Schülern dann erzählt, ja, da machen wir eine Klassenreise nach Barcelona. In der Schule zu bleiben ist ja sowieso schöner als im Betrieb. Kommt zu uns. Und dann kommt die gar nicht in die Nähe einer betrieblichen Ausbildung oder einer EQ. Also das gehört bitteschön auch, glaube ich, zur Wahrheit dazu, dass es ein Angebot gibt, was manchmal wirklich Fehlanreize schafft. Und diese Angebote müssen weg. Das ist allerdings auch eine Sache der Kultusminister. Da werden viele Berufsschulen sich in die Planung nicht reinreden lassen. Ich höre, was Sie gleich dazu sagen, aber das ist ein spannendes Thema zumindest. So, also das vielleicht zum Übergangsbereich. Und einige Maßnahmen wird es immer brauchen, weil in der Tat manche Jugendliche ein bisschen länger brauchen, bis sie reif sind. Das sind dann keine Warteschleifen, wie Herr Gehring das vielleicht ein bisschen pauschal gesagt hat, sondern das sind dann wirklich notwendige Maßnahmen, um den Leuten zu helfen, Anschluss zu finden. Also einen gewissen Kern wird es da immer geben, ob der jetzt 100, 150.000 ist, das kann man ja mal dahingestellt sein lassen. Thema nochmal Studienneigung. Das ist allerdings, Herr Gehring, nun etwas, was die Politik und die Grünen waren da vorneweg in der Bewegung jahrelang forciert haben. Immer getrieben von der OECD wurde gesagt, ja, in Deutschland, wir haben ja eigentlich auch eine zu geringe Studierendenquote. Dabei vergessen, dass wir eine duale Ausbildung haben mit 350 verschiedenen Ausbildungsberufen plus Weiterbildungsabschlüssen, die zum Teil hochqualitativ sind. Nein, es hieß auch in Deutschland, die Studentenquote muss hoch.
Jetzt haben wir fast so viele Studienanfänger wie Anfänger im dualen System, nämlich fast 500.000. Das sind im Jahre 2006 noch um die 360.000, werden also 130.000 mehr Studienanfänger. Ja, mit was für einem Erfolg? Dass 25% abbrechen. 100.000 pro Jahr sind das etwa, die ihr Studium nicht schaffen, die plötzlich merken, naja, ich bin hier fehl am Platze. Vielleicht wäre eine praktische Ausbildung doch besser gewesen, in der ich dann durchstarte Karriere mache auf dem betrieblichen Weg. Also da muss sicherlich einiges getan werden, dass die duale Ausbildung nicht bloß ein Exportschlager ist und wird. Das ist ja phänomenal, wie wenig der Prophet im eigenen Land manchmal gilt. Die ganze Welt reißt sich um duale Ausbildung und im eigenen Land schickt man sein Kind dann doch lieber noch an die Hochschule, weil ein würdiges Leben fängt ja erst mit dem Studium an. Also den Eindruck hat man manchmal zumindest. Also da ist, glaube ich, auch von vielen, auch gerade in Phase der Berufsorientierung, noch einiges zu tun, um darauf hinzuweisen, dass es da Karriereoptionen auch jenseits des Studiums gibt. So, und dann vielleicht nochmal zur Abbruchquote, weil die ja auch zitiert wurde, 21,7. Nee, Quatsch, erstmal die Ausbildungsbetriebsquote, erstmal die vielleicht vorweg. Ja klar, sinkt die. Das sind aber gerade die kleinen Betriebe, die einfach niemanden mehr kriegen gegen die Großen, die natürlich ein gutes, ausgefeiltes Ausbildungsmarketing haben. Das sind die, die 1 bis 9 Mitarbeiter haben und leer ausgehen. Bei denen geht die Ausbildungsbetriebsquote zurück. Deswegen haben wir weniger Ausbildungsbetriebe. Wenn die 2, 3 Jahre niemanden gefunden haben, ja, was sollen sie denn machen, in Gottes Namen? Also das ist wirklich kein verwunderlicher Effekt. Abbruchquote, die ist sicher noch zu hoch. Gemeint ist aber eigentlich die Vertragslösungsquote. Die liegt jetzt bei auch so 23%, glaube ich. Das ist ein bisschen hoch immer noch, aber ist auch nicht verwunderlich. Also in Zeiten, wo man sich aussuchen kann, auch Alternativangebote mitunter hat, kann man auch, wenn man nach einem halben Jahr merkt, es passt nicht so, vielleicht noch ein Alternativangebot wahrnehmen. Und ansonsten ist das ja auch kein reiner Abbruch, sondern es ist eine Vertragslösung. Viele machen in einem anderen Beruf weiter oder gar im eigenen Betrieb. Die wirkliche Abbruchquote im Studium liegt bei 26%. Die wirkliche Abbruchquote in der Ausbildung runtergerechnet bei 10, 11, 12% etwa. Also da bitte schön vielleicht auch nochmal genau hinschauen. Was war der letzte Punkt, den ich mir vorhin noch aufgeschrieben hatte? Fortführung, Ausbildungspakt und Ausbildungsgarantie. Ja, mal gucken, was mit dem Pakt im nächsten Jahr wird. Den gibt es jetzt seit dem Jahre 2004. Der fing mal an, weil man jede Menge Ausbildungsbewerber hatte und relativ wenig Ausbildungsplätze. 2010 hatte sich die Lage schon grundsätzlich gedreht. Seitdem geht es in diesem Ausbildungspakt hauptsächlich um Berufsorientierung und darum, alle Potenziale möglichst auszuschöpfen. Die der Schwächeren, die der Stärkeren, die der Migrantenjugendlichen, auch die verminderten Jugendlichen. Also alle diese Potenziale für Ausbildung zu erschließen. Also ist schon ein völlig anderes Vorzeichen jetzt als 2004. Die Gewerkschaften waren 2004 als auch 2010 eingeladen mitzumachen. 2004 haben sie für die Abgabe gestritten, für die Ausbildungsabgabe. Das war für die das Mittel der Wahl. Und 2010 ist die Verhandlung dann auch kurz vor Toreschluss gescheitert. Ich nehme an, im nächsten Jahr wird die Einladung der Kanzlerin, des Kanzlers, wer auch immer das dann ist, wieder an die Gewerkschaften erfolgen. Und wenn die dann dabei sind, ja klar, die gehören zu den wichtigen Playern in der dualen Ausbildung dazu und sollten meines Erachtens genauso dabei sein wie die Kultusminister, die für die Berufsorientierung letzten Endes zuständig sind. Letztes Stichwort Ausbildungsgarantie, die haben wir doch eigentlich in Deutschland. Es gibt das Versprechen im Ausbildungspakt, dass jeder, der kann und will, wohlgemerkt die, auch ein Angebot bekommen. Ja, Sie können ja darüber lächeln, aber ein Angebot zumindest bekommt er mal. Und die kein Angebot im Betrieb bekommen, sei es eine Einstiegsqualifizierung oder eine 2-jährige Ausbildung, was auch immer, die bekommen über SGB III, über Ähnliches, wir sprachen gerade über Warteschleifen, die bekommen auch ein Angebot. Also es gibt diese Ausbildungsgarantie, jetzt die auf europäischer Ebene diskutiert wird, schon lange. Und die erfüllt Deutschland. Und da brauchen wir, glaube ich, nicht das Modell Österreich, denn eine absolute Garantie, voraussetzungslos, ist, glaube ich, widersinnig. Ich würde gerne noch mal was sagen zu den Hochschulabsolventen und zu den Voraussetzungen, warum die dann besser bewertet werden sollen als ein normaler Auszubildender. Ich finde, ich brauche auch einen klugen Klempner. Wenn der meine Wasserleitung repariert, dann kann der auch gerne studiert haben und kriegt es vielleicht auch noch mal anders hin als einer, der da vorher gar nichts mit zu tun hat, der das auch nicht berechnen kann. Also es darf nicht aber eine Voraussetzung für eine Bezahlung sein, dass man studiert hat. Das muss sozusagen für alle der Zugang gleichmäßig sein. In der Druck- und Medienindustrie haben wir das Phänomen nicht, dass Ausbildungsplätze nicht besetzt werden. Diese werden alle besetzt. Aufgrund von zurückgehender von Rationalisierung in der Druckindustrie wird es tatsächlich weniger nachgefragt. Im Mediengestalterbereich ist Überlaufen von Abiturienten, auch von Studierten, die verdrängen eigentlich eher dann diejenigen mit geringerer Qualifikation. Ich kenne keinen Betrieb,
und die wissen alle in Berlin-Brandenburg, dass sie sich an meine Schule wenden können, wenn sie einen Ausbildungsplatz besetzen wollen, dann kriegen sie einen geeigneten Auszubildenden oder mindestens drei von uns empfohlen. Mitten aus dem laufenden Betrieb heraus, die können aus den Bildungsgängen, die wir haben, dann ausscheiden und haben ein Lehrangebot. Die müssen natürlich so attraktiv sein, dass das dann auch angenommen wird. Ja, daran mangelt es auch oft, an dieser Attraktivität der Plätze. Aber ich habe bisher nie Unternehmen gehabt, die mir vorgeworfen haben, dass wir die Jugendlichen irgendwo festhalten an der Stelle. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal auf eine Milchmädchenrechnung hinweisen, dass man dadurch sozusagen mehr Leute auf den Arbeitsmarkt kriegt. Man kriegt einen Jahrgang mehr, wenn man sozusagen bestimmte Dinge verkürzt oder abschneidet. Dann sind die auch alle noch auf dem Markt. Aber wenn die dann alle auf dem Markt sind, dann kommt nicht nochmal das nächste Jahr nochmal wieder ein Jahrgang mehr. Dann ist es einfach nur ein Jahrgang mehr und dann war es das. Und von da ist der Streit darum, dass man das dem Ausbildungsmarkt entzieht, völlig überflüssig. Die sind immer schon eine gewisse Zeit in dem Bereich drin gewesen und dann sind sie auf dem Arbeitsmarkt erschienen. Und das ist jedes Jahr derselbe Output. Und jetzt sagt man, dann lass doch noch mal einmal verkürzen, genau wie von 13 auf 12 Jahre die Schulzeit. Dann sind plötzlich ein Jahrgang mehr an den Universitäten. Aber der nächste Jahrgang ist dann wieder genau gleich, weil ja nicht jedes Jahr verkürzt wird, sondern das kann man nur einmal machen, so eine Maßnahme. Also das, da braucht man nicht so drauf zu schauen und zu gucken, sondern da lass mal die Leute auch noch bei mir reifen und dann in Ruhe auch vermitteln in den Bereich, wo sie dann auch nachher bessere Chancen haben. Und eine Sache muss ich in diesem Bereich auch noch mal erwähnen, der Verband der Druck- und Medienindustrie Berlin-Brandenburg, jetzt heißt er Nordost, der hat schon vor 36 Jahren gesagt, wir brauchen keine Berufsschule, wir brauchen kein Berufsschulzentrum. Die haben sich gegen das Einrichtung des Oberstufenzentrums gewehrt. Ich dachte, nachdem das jetzt sich vergrößert auf Nord, der jetzige Vorsitzende, seit 2 Jahren lade ich den ein, der kümmert sich mitnichten um diese Sache, das interessiert die gar nicht. Das, mit einer Arroganz werden wir da links liegen gelassen. Zum Glück habe ich kleine Netzwerke mit den Berliner Betrieben, die genau wissen, wie wir, welche Vorteile es hat, wenn sie mit uns kooperieren. Aber ab der nächsten Stufe, da laufe ich persönlich gegen die Wand und mit denen möchte ich dann auch gar nicht mehr weiter zusammenarbeiten, weil die auch gar keine Lehrverhältnisse schaffen. Das sind reine Verbandsfunktionäre, die aus welchen Gründen auch immer eine ganz andere Linie an der Stelle verfolgen. Wenn ich das noch mal einmal einwerfen darf, bevor da ein falscher Zungenschlag reinkommt. Ich wollte eben nur deutlich machen, noch mal, wie die Fakten sind bei der Frage Hochschulzugang und bei der Verteilung derjenigen Jugendlichen, die sich für ein Studium entscheiden und der Jugendlichen, die sich für eine berufliche Ausbildung entscheiden. Da geht es nicht um ein Gegeneinander, weil da sind wir uns doch alle einig, dass wir gute Gesellen, gute Meister und gute Hochschulabsolventinnen und Absolventen wollen, dass wir sie alle brauchen. Dass wenn vor 10 Jahren vielleicht ein Akademikermangel insbesondere nach vorne gestellt wurde, wir jetzt über die Frage von Azubi-Mangel, haben wir ihn schon in einzelnen Bereichen, wo wird er demnächst verstärkt sein, und eben über die Frage der Fachkräftesicherung einen anderen Diskurs haben als vor 10 oder 20 Jahren und dass sich das eben auch entlang der Zahlen einfach so zeigt. Das ist sozusagen nur noch mal zur Faktenklärung. Und ich finde, man mag jetzt den Begriff Warteschleife, der eigentlich sich in der Debatte sowohl im Bundestag als auch bei vielen Akteuren eingebürgert hat, das können wir gerne Übergangssektor nennen. Ich würde es nur ungern Übergangssystem nennen, weil das so systematisch und so strukturiert klingt. Und das ist es eben nicht. Nennen wir es Übergangsbereich meinetwegen. Ja, wir wissen ja, worüber wir sprechen, dass hier auch auf allen Ebenen Einzelprojekte, Modelle, wieder ein Versuch und so weiter gestartet werden. Und wenn es aber die Einigkeit gibt, dass es nicht sein kann, dass bei den 250.000 jungen Menschen alle tatsächlich auch nochmal einen solchen Übergang brauchen, sondern ein Teil davon, ein großer Teil sogar, Sie sprachen von 100.000, direkt in Ausbildung vermittelt werden könnten. Ja, wieso tun wir es denn dann nicht? Und wieso wird da nicht viel stärker Wert drauf gelegt? Und das können doch genau auch Fragestellungen sein für eine solche neue Allianz für gute Ausbildung, wo beispielsweise auch die KMK mit am Tisch sitzen sollte. Und zu der Frage der Abbruchquoten, das sind ja sozusagen im Durchschnitt 24% bei der beruflichen Ausbildung. Und Sie haben gesagt, das sind Vertragsauflösungsquoten. Ja, aber obwohl ich auch einer derjenigen bin, die sage, berufliche Ausbildung und Berufsabschlüsse müssen gleichwertig sein mit eben akademischer Ausbildung und dass wir das auch wirklich so meinen,
sieht man doch, dass es für Studienabbrecherinnen und Abbrecher oftmals leichter ist, sich auf dem Arbeitsmarkt zu integrieren, als für diejenigen, die mehrfach ihren Ausbildungsbereich gewechselt haben oder am Ende ohne Abschluss da stehen. Also wir können uns das wünschen, wir können alle daran arbeiten, aber die Realität sieht für die jungen Menschen teilweise anders aus. Jetzt finde ich das wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir diejenigen Unternehmen, diejenigen Betriebe, die ausbilden, wertschätzen, aber dann auch uns eher nochmal mit der Frage beschäftigen, was müsste denn dann verändert werden, damit kleine Unternehmen, Sie sprachen von der Gruppe derjenigen unter 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch beispielsweise KMUs oder diejenigen, die bisher keine Ausbildungstradition haben, dass wir die für berufliche Ausbildung gewinnen können. Und da glaube ich, dass eine Mischung aus Ausbildungsbausteinen und auch aus Ergänzungen durch überbetriebliche Ausbildungsstätten ein Weg sein kann. Ausbildungsgarantie, da kann man argumentieren, haben wir schon. Das Entscheidende ist aber, was steckt unter dem Begriff drin? Also Ausbildungsgarantie im Sinne von Rechtsanspruch, da kann sich der Jugendliche einklagen. Das wird es wahrscheinlich nicht geben, macht auch keinen Sinn, aber es suggeriert es teilweise, ja. Und deshalb finde ich es wirklich wichtig, dass ein echtes Angebot da ist, eine echte Brücke da ist und eine systematische Übergang eben in die Ausbildung hinein. Und da kann man nach Österreich blicken, da kann man aber auch sagen, Mensch, das Hamburger Modell ist eins, was Modell stehen kann. Oder das neue Übergangsmanagement in Nordrhein-Westfalen, was ja auch zwei Wege sind, die wirklich diese Übergangssektoren oder Übergangsbereiche schrumpfen wollen und junge Menschen wirklich im Sinne von Bildungskette von A nach Z begleiten. Ja, also ich mache jetzt nur noch mal, wie soll ich sagen, eine kleine Kommentierung und dann finde ich nämlich das Publikum mit rein, was ja nicht so zahlreich ist, aber vielleicht engagiert. Es gibt eben, wie gesagt, ich glaube 2007 hat man mal in der Bundesregierung das Ziel proklamiert, man will das Übergangssystem halbieren. So, das hat man nicht geschafft. Man hat jetzt die 270.000, also von 300 auf 270.000 ist man gekommen. Und offensichtlich ist das Modell, was jetzt angesprochen ist, Jugendberufsagentur in Hamburg. Also jeder Jugendliche, jede Jugendliche wird einzeln, individuell abgeholt, gecoacht. Was willst du werden? Was stellst du dir vor? Was fehlt dir? Wo willst du hin? Wie kommt es zu besseren Motivationen? So, also das heißt, so ein Gedankengang, glaube ich, kann sich hier fast jeder anschließen. Nur deswegen habe ich dieses Wort Ausbildungsgarantie im politischen Sinne mal eingefügt. An sich klappt ja solches Motivationstraining erst, wenn betriebliche Ausbildung oder betriebliche Praktika, betriebliche Erfahrungen kombiniert sind mit: Warum rechne ich? Oder warum übe ich plötzlich wieder Grammatik oder Deutsch oder so? Das heißt also, wir haben es ja auch von, das haben wir ja aus den Zahlen vorhin, wir haben also über 50% sind davon Jugendliche mit Migrationshintergrund. Wir haben also im Prinzip eine Vielfalt von unterschiedlichen, wie soll ich sagen, familiären Hintergründen, die da mitprägen. So, also wie werden diese Bildungsschätze gehoben? Und sich darauf einzulassen, das muss eben, glaube ich, eine Kombination von Kammern und Berufsschulen sein und nicht dieser Trägermarkt. Das sage ich mal jetzt so als Kommentierung dazu. So, und jetzt gebe ich die Worte an Sie. So, jetzt vielleicht möchten Sie sich zu Wort melden. Haben wir noch einen? Könnt ihr das ausmachen, den Beamer? Mit dem Beamer ausmachen? Also. Ich möchte eine Bemerkung machen zu der Äußerung von Herrn Rulf. Mein Name ist Jürgen Clausen, ich bin von der Freiwilligen Initiative Schüler lernen durch Engagement, Schüler übernehmen Verantwortung. Und das große Thema, was uns in Berlin bewegt, ist, wie bekommt man Bewusstsein bei Schülern hin für Beteiligung und Engagement. Und leider ist die Schule ja nur eine Wissensvermittlungsanstalt.
und es wird verwechselt, dass Wissen gleich Bildung ist. Aber jetzt zu Ihrer Aussage. Sie sagen, dass Grundschüler mit Lernlust mit 10, 12 sozusagen weitergereicht werden und dann, dass dann alle diese schlimmen Fakten... Ich dachte, Sie hätten von Grundschülern gesprochen. Es ist nämlich so, dass die ersten 6 Jahre schon nicht optimal laufen. Die Kita-Ausbildung müsste besser sein. Die Bezahlung bei Kitas. Es müssten Männer da rein. Wenn wir jetzt hören, dass das Betreuungsgeld beispielsweise läuft, dann werden bildungsferne Familien ihre Kinder höchstwahrscheinlich nicht in dem Maße in die Betreuung schicken, wie es sinnvoll wäre. Wir haben mangelnde Sprachkompetenz. Wenn ich höre, dass wir so und so viele Analphabeten haben, dann hängt das damit zusammen, dass die ersten 6 Jahre und danach auch die Folgejahre in der Grundschule nicht optimal laufen. Und Lernlust müssten wir im Grunde mindestens bei 10- bis 12-Jährigen erreichen, dann hätten wir weniger Probleme. Und diesbezüglich müsste meines Erachtens auch müssten die Strukturen in Deutschland verändert werden. Es wurde vor 5 Jahren die Bildungsrepublik ausgerufen, aber jeder weiß, dass Länder und Kommunen Riesenschwierigkeiten haben, eben das jedes einzelne Kind dort abzuholen bei seinen Stärken, die es hat. Es gibt das sogenannte Kooperationsverbot des Bundes mit den Bundesländern. Ja, das muss echt weg. Wir wissen, wie positiv es war, dass damals 4 Milliarden auf den Weg gebracht wurden, um Betreuungsplätze für 4- bis 3-Jährige zu schaffen. Was wir wissen, ist, dass das viel zu wenig ist. Und insofern finde ich, müssten die Anstrengungen jetzt vor allen Dingen der Politik sein, dass das, was immer Sie auch als Bildung herausspringen, dass Sie erreichen, dass diese ersten 10 Jahre eines Menschen optimal gefördert werden. Dann hätten wir alle diese Probleme, die Sie erörtert haben, viel weniger. Sollen wir sammeln, oder? Ja, Jeanette Godard, ich bin Journalistin und für das Magazin Mitbestimmung der Hans-Böckler-Stiftung hier. Mir kommt das alles so, ich habe mich jetzt lange nicht mehr mit diesem Thema beschäftigt, mir kommt das alles so fatal bekannt vor. PISA 2000 ist nun, ich weiß nicht, 13 Jahre ja wohl her, na ganz so lang, also als sie gefragt wurden, das war wahrscheinlich vor 13 Jahren. Die sind dann also jetzt, wir kennen seitdem die Gruppe der Risikoschüler, die wird ein bisschen kleiner, aber geht so. Die damals getestet wurden, die sind dann jetzt ja wohl 28 oder irgendwie sowas in der Art. Die sind wahrscheinlich raus. Ich weiß nicht, ob das mal jemand tatsächlich überprüft hat. Wir wissen auch, vorhin hieß es, jeder Zweite ist nicht deutscher Herkunft. Das sind also sehr, sehr viele. Und hier sitzen wiederum ja nun nicht nur Männer auf dem Podium, hier sitzen, ach, ich hatte der Ungar, Entschuldigung, ich wollte dem Ungar nicht zu nahe treten, aber es ist eine vergleichsweise weiße deutsche Runde. Ich frage mich einfach, ist das, mir ist klar, dass mangelnde Ausbildungsreife kein ethnisches Problem ist, und Bildungsbewusstsein etc. pp. Es ist aber schon auch eine auffallend große Gruppe, und dafür gibt es ganz viele Gründe, ist in Diskussionen dieser Art in den einschlägigen Kreisen, ist das da auch so? Oder ist man mit dem türkischen Bund oder wem auch immer es da alles gegeben mag, hat sich da was getan? Ist man da im Gespräch? Sind die da Player in dieser Debatte etc. pp.? Also die, mit denen diskutiert wird, nicht die, die dann auch mal eingeladen werden. Ja, mein Name ist Daniel Kind, ich arbeite für die Synergie GmbH und wir machen unter anderem Berufsorientierung für Jugendliche und junge Erwachsene an Berliner Gymnasien bisher. Das soll demnächst dann auch auf integrierten Sekundarschulen stattfinden und zunächst muss ich mal dem Herrn Gehring recht geben. Wir stellen da auch fest, dass der Trend zunehmend zum Studium geht, sich mit Ausbildungsberufen immer weniger auseinandergesetzt wird, wir uns natürlich auch so ein bisschen die Frage stellen, inwiefern, das ist eine Frage an Herrn Kisch, halten Sie denn Ihre Mitgliedsunternehmen dazu an, bei den Stellen, die nicht besetzt sind, bei Gastronomie und Hotellerie, weiß ich, ist jetzt ein Pakt geschlossen worden, aber
Bäckereigewerbe, Metzgergewerbe etc. Anreize zu schaffen. Die müssen ja nicht zwingend finanzieller Natur sein. Es reicht ja auch diese Ausbildungsberufe, und da gibt es ja noch eine ganze Reihe mehr, beispielsweise an den Schulen bei jungen Menschen zu bewerben. Also wir stellen fest, dass die berühmte Generation Internet, wenn es um Orientierung und Ausbildung geht, das Internet nicht unbedingt benutzt, sondern dass es da eines Face-to-Face-Kontakts bedarf, um erstmal die Bedürfnisse zu wecken und die jungen Leute dazu zu animieren, erstmal Fragen zu stellen. Also meines Erachtens müssen die Anreize nicht finanzieller Natur sein, sondern sollten sich eher vor Ort sozusagen widerspiegeln. Vielleicht so weit erstmal und dann noch eine zweite Runde. Genau, ich dachte gerade, dass wir vielleicht einfach die drei sammeln und dann noch in der zweiten Runde. Sie müssen dann gehen? Okay. Das ist doch ein Argument. Ja, mein Name ist Konrad Kutt. Ich habe mal vor einigen Jahren insgesamt 30 Jahre im Bundesinstitut für Berufsbildung gearbeitet. Und wie die Dame da vorne sagte, kommt mir das doch sehr bekannt vor, was hier diskutiert wurde, und zwar schon vor 30 Jahren. Ich bin mal hergekommen, um zu sehen, wie ist eigentlich der Stand der Diskussion unter wirklich sachkundigen Leuten, und stelle fest, es hat sich doch alles nur im Kreise bewegt. Also 280.000 Jugendliche im Übergangssystem, das ist also nicht nur beachtlich, sondern das ist eigentlich ein Skandal. Und ich will jetzt kein Referat halten über das System der beruflichen Bildung. Es ist ja auch vieles Richtiges gesagt worden, aber ich will mal auf zwei Aspekte hinweisen, die für das duale Ausbildungssystem sprechen. Das ist nämlich einmal die Praxisorientierung. Junge Leute suchen praktische Tätigkeiten, die sie da zum Teil im sogenannten Bachelorstudium auch nicht mehr haben. Aber eben Praxis nach einer gewissen Schulmüdigkeit in Betrieben, in Verwaltungen, in Ausbildungsstätten, das ist wichtig. Auch die Schulen liefern zum Teil mit hervorragender Ausstattung eine derartige Praxis. Also das ist das eine. Der Vorteil des dualen Ausbildungssystems ist eigentlich das Angebot an Praxis und Perspektive. Also wenn jemand mit 19,3 Jahren in Deutschland anfängt mit einer Berufsausbildung, der europäische Durchschnitt ist, glaube ich, 16,5 Jahre, dann ist das viel zu spät und er hat keine Perspektive. Also wir brauchen für die Berufsausbildung mehr Praxis in allen Bereichen und also Perspektive, ein Angebot an eine schulische plus betriebliche Ausbildung, wie es Österreich macht, wie es Norwegen macht, wie es auch die Schweiz macht. Das wären also aber Fragen, die auch an die Struktur des Berufsbildungssystems gehen und nicht nur jetzt an den Systemen der über 250 sogenannten Maßnahmen kurieren, mit allen Dingen, die dann noch jetzt hier von Ihnen angeführt wurden. Aber eben Perspektive und Praxis sind für mich die entscheidenden Faktoren. Ja, vielen Dank. Vielleicht nur noch eine kleine Ergänzung, weil ich, wie soll ich sagen, eine E-Mail heute Nachmittag bekam von einem Kollegen hier aus der Staatsverwaltung, der sagte sinngemäß, und das korrespondiert ein bisschen damit, dass eben unter den vielen Jugendlichen mit Migrationshintergrund die Elternhäuser im Prinzip ja die duale Ausbildung nicht kennen können. Also man muss im Prinzip aktiv an diese verschiedensten Jugendlichen mit vielerlei Hintergründen das duale Ausbildungssystem im Prinzip erstmal vermitteln, was es an Attraktivität hat im Verhältnis zu einem vollschulischen schulischen Ausbildungsgang, der unter anderem auch in den Oberstufenzentren angeboten wird. Das steht konkurrierend zueinander. Und der sagte so sinngemäß, viele Jugendliche finden plötzlich die, sagen wir, Fachoberschule oder irgendwie sowas interessanter als den dualen Ausbildungsweg. Das heißt also im Prinzip, wenn man jetzt also die demografische Entwicklung vor Augen hat und plötzlich sieht, man findet keine Nachwuchs für ausscheidende Fachkräfte aus den verschiedensten Berufszweigen, ja, dann müssen sich die Kammern auf die Reise begeben in die Schulen, um das duale Ausbildungssystem an diese vielfältigen Jugendlichen zu vermitteln. So, und das möchte ich mal so
noch zusätzlich rein. Ein Satz dazu. Das ist tatsächlich so, dass die Länge der Schulzeit in diesen Kreisen als das Höherwertige gilt. Ja, also 12 Jahre dann zur Schule ist was anderes als 10 Jahre zur Schule und 3 Jahre Ausbildung. 12 Jahre Schule ist, hat einfach ein höheres Ansehen. Ja. Ja gut, weil es so in der Regel auch zum höheren Bildungsabschluss führt. Ne? Also, und das ist ja gesellschaftlich immer noch so, dass der höhere Bildungsabschluss mehr zählt als der mittlere Bildungsabschluss plus Ausbildung. Das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja, dieses Migrantenthema, wenn man darüber redet, ich habe da mal ein bisschen zwiespältige Gefühle, weil ich glaube, dass man zwischen einer vietnamesischen Spitzenschülerin, die ihre Altersgenossen weit überflügelt, und vielleicht einem Jugendlichen, der aus dem türkischen Hartz-IV-Haushalt kommt, gewaltige Unterschiede machen muss. Da geht es auch gar nicht unbedingt um die Herkunft, also um die nationale Herkunft. Da geht es um gesellschaftliche Verhältnisse, um Armutsrisiken, eben um Hartz IV, um Chancen oder um Nichtchancen. Also das ist, glaube ich, das hauptsächliche Problem. Wenn man das alles aber über den Daumen peilt, okay, da gibt es natürlich dann eine Gesamtheit von Migrationsjugendlichen und von denen ist der Anteil ungefähr halb so hoch an der Ausbildung wie bei deutschen Jugendlichen, jetzt mal in Anführungsstrichen, also 30-60%. So, und das ist natürlich zu wenig und das muss gesteigert werden. Und deswegen gibt es ja auch die Migrationsbeauftragte, Frau Professorin Böhmer aus Ludwigshafen, die auch im Ausbildungspakt mit drin sitzt und die sich zum Ziel gesetzt hat, den Anteil der Jugendlichen im Migrationshintergrund, pauschal gesprochen, zu erhöhen. Das war ein bisschen ein Problem, weil es bis vor kurzem gar nicht möglich war, diesen Migrationshintergrund statistisch zu erfassen. Bei den Kammern war es sogar so, dass es gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verstoß, wenn man noch den Geburtsort eines Jugendlichen in die Ausbildungsrolle aufnahm. Das war so. Und dann daraus konnte man mit unterschließen, wo die Leute eigentlich herkamen. Mittlerweile geht das per Mikrozensus wohl wieder, dass man diesen Migrationshintergrund überhaupt erhebt. So. Dann, die Kammern tun natürlich schon einiges, um vielleicht auch gerade die türkische Community, das ist eine besonders große Community, zu bewegen, duale Ausbildung sich mal anzugucken. Sie sagten es ja gerade schon, vielfach ist in diesen Kulturen traditionell dann eher der Arzt, der Ingenieur, was auch immer, also ein Hochschulstudium, das, was zählt. Und duale Ausbildung praktisch im Betrieb relativ unbekannt. Insofern ist es ein ganz wichtiges Anliegen, da gibt es ganz viele Projekte, zum Beispiel Causa, BMBF gefördert, erstmal auch die Migrantenbetriebe aufzuschließen. Bei den deutschen Betrieben gibt es eine Ausbildungsbeteiligung von ja über 20%, also jeder vierte. Bei den Migrantenunternehmen ist es jedes siebte Unternehmen, was da nur ausbildet. Wenn man die schon mal aufgeschlossen hat, und da gibt es ja ganz viele, Öger ist ja bloß mal so ein Musterbeispiel, gibt es auch noch ganz andere Kleider. Wenn man die mal aufschließt für duale Ausbildung, nehmen die auch viele Jugendliche mit Migrationshintergrund. Und da wird jede Menge gemacht. Bei den IHKs gibt es auch wiederum Unterschiede. In Hamburg und Köln wesentlich mehr Ansprechpartner für Migrationsjugendliche, für Migrantenunternehmen natürlich aus Neubrandenburg, da gibt es keine, relativ klar, aber da, wo es so eine große Community gibt, gibt es auch Ansprechpartner, die dann Türkisch sprechen im Zweifel oder auch Russisch sprechen im Zweifel. 50 IHKs haben sowas. Dann gibt es Elternabende, Eltern mitzunehmen, ist das Allerwichtigste, türkische Eltern mitzunehmen. Es gab vor Jahren eine Aktion des DIHK, gemeinsam mit den Imamen aus den Moscheen, Ausbildungsaktionen, um einfach über duale Ausbildung zu informieren, erstmal klarzumachen, was ist das. Also all das wird getan, es ist ein großes Thema und die Kammern leisten da, denke ich, auch ihren Beitrag. Lehrstellen, Goodies und so Anreize, ne? Was macht man, um noch Unternehmen oder was tun Unternehmen, um Jugendliche dann zu bekommen, jenseits von finanziellen Anreizen? Ja, jede Menge, aber es reicht manchmal trotzdem nicht. Das Handwerk macht seit Jahren schon, ich bin jetzt nicht fürs Handwerk, ich spreche nicht fürs Handwerk, sondern für die IHKs, das Handwerk macht seit Jahren schon eine große Image-Kampagne. Im Fernsehen, im Kino, wo auch immer, da sind 50 Millionen Euro dahinter. Und trotzdem reicht's offensichtlich nicht, um die Berufe, die man da hat, loszuschlagen an Interessenten. Das sind dann eben solche Berufe wie Maurer, Bäcker, was auch immer, die zum Handwerk gehören. Wirklich einfache Berufe, die, wenn man dann später fertig ist, sicherlich auch nicht so furchtbar viel Geld abwerfen. Also da müssen einige Berufsbranchen, denke ich, auch noch ein bisschen was tun. Im IHK-Bereich sind es natürlich vor allem Hotel- und Gaststätten, das ist klar. Da gibt es schwarze Schafe, eine ganze Menge. Und wenn die überhaupt noch Kundschaft haben wollen, Azubis haben wollen, müssen die sich, glaube ich, nach der Decke strecken. Die besten Jugendlichen sind in den letzten Jahren eh schon immer nach Österreich in die Schweiz verschwunden. Die gehen ja nicht in den Betrieb an die Ostsee. Also wenn man da noch Nachwuchs haben will, muss man sich schon nach der Decke strecken. Ja, das kann man über mehr Vergütung natürlich. Keiner ist ja an die vorgeschriebene Vergütung nach BEBIG. Plus minus 20%, das ist ja die Abweichung, die möglich ist. Minus 20% ist die Untergrenze, aber nach oben gibt's keine Grenze. Also man kann bei der Vergütung Geld drauflegen. Man kann ansonsten irgendwelche Goodies zur Verfügung stellen, seien es Kinogutscheine. Manche Unternehmen im ländlichen Raum stellen den Jugendlichen sogar schon smart hin, damit die überhaupt hinkommen. Also da tun viele etwas. Aber letzten Endes muss natürlich der Beruf selbst
überzeugen. Man muss eine spannende Zukunftsperspektive bieten. Ich denke, das ist das A und O, jenseits von irgendwelchen finanziellen oder sächlichen Anreizen. Kann sich hier jemand im Raum noch an den Slogan sei schlau, lern beim Bau erinnern? Da gab es dann, da war noch zu Westberliner Zeiten, 1690 D-Mark kriegte der Auszubildende. Ich als Lehrer, Referendar, kriegte deutlich weniger. Gerüstbauer kriegen jetzt auch bis 1000 Euro. Insofern, manche tun ja schon was, gerade über die Vergütung, indem sie sehr viel Geld bezahlen. Ja, jemand vom Podium ist zu Wort melden, oder sonst gehe ich noch mal ins Publikum. Ich hätte eine kurze Bloß, wenn Sie von der Kampagne der Handwerkskammer sprechen, die ganze Zeit kursiert hier der Begriff, die Schüler abzuholen. Meiner Meinung nach holt man mit einer Plakatwand niemanden ab. Ja, es stimmt. Es gibt außerdem noch, und vielleicht ist das was, womit man auch die Internetgeneration ein bisschen mehr abholt, beim Handwerk schon eine App, die zumindest in vielen Regionen ganz gut funktioniert. Wir als IHKs haben seit Februar letzten Jahres eine einheitliche IHK-Lehrstellenbörse. Vorher gab es ungefähr 80 verschiedene Börsen, so viel wie es IHKs gibt. Dann haben wir irgendwann mal eine große Kraftanstrengung unternommen und haben es geschafft, mittlerweile fast alle IHKs in einem zentralen Forum, in einer zentralen Plattform zusammenzubinden. Und da können die Jugendlichen jetzt auf die Suche gehen, deutschlandweit. Denn welcher Jugendliche denkt in IHK-Regionen? Welcher Unternehmer denkt jetzt großartig in die IHK-Region? Insofern ist das, glaube ich, schon ein gewaltiger Schritt nach vorn gewesen. Und diese Börse ist auch natürlich Internet- und Mobile-fähig. Und demnächst haben die IHKs dann auch noch eine App. Also man versucht da auch schon mit der Zeit Schritt zu halten und die Jugendlichen da abzuholen, wo sie stehen. Nämlich an den elektronischen Geräten oftmals. Okay, ja, ich wollte gerne noch mal zu diesem Migrantenthema, wie Sie sagen, Stellung nehmen. Ich bin Referentin für Migration bei der Bundesarbeitsgemeinschaft Evangelische Jugendsozialarbeit und wollte eben auf eine Studie des BIP, also des Bundesinstituts Berufliche Bildung, Anfang 2012 ist die, glaube ich, rausgekommen, aber es gab eigentlich konstante Forschung zu dem Thema und hier klang eigentlich von allen Seiten durch, man muss doch diese Migrantenhaushalte sensibilisieren für das duale System. Man muss ihnen den Wert gegenüber beruflicher Bildung klar machen. Es ist aber, glaube ich, durchaus Forschungsstand, dass Migranten, Jugendliche, und zwar genau aus den Communities, die sie nennen, extrem wirklich diskriminiert sind auf dem Ausbildungsmarkt. Es wurde gerechnet, es wurde genau angeschaut, was sind Faktoren, die Erfolgsfaktoren oder Misserfolgsfaktoren für die Suche nach einem Ausbildungsplatz sind. Und da haben es die Migrantenjugendlichen schwieriger aufgrund einer größeren Beteiligung bei Armutsrisiken etc. Bildungsarmut. Und das alles rausgerechnet, hat man noch einfach erschreckende Benachteiligungsfaktoren rausbekommen, genau für die Jugendlichen. Und da finde ich das dann schon gefährlich und erschreckend, wenn wieder vom türkischen Hartz-IV-Haushalt die Rede ist, weil das ist, glaube ich, genau das Bild, das in den Hinterköpfen ist, das dann zu solchen Benachteiligungen führt, auch wenn die Jugendlichen die gleiche Bildung haben, also die gleichen Schulabschlüsse, die gleiche Motivation, die gleiche Bereitschaft, sich bundesweit zu bewegen. Und trotzdem kann man feststellen, dass sie einfach nur die halbe, die Drittel Chance haben, dann letztendlich einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Das war eine Anmerkung. Dann zur Generation Internet und inwieweit die das Internet nutzt, nur auch noch eine kurze Anmerkung zum neuesten 14. Kinder- und Jugendbericht. Das war ja genau wieder ein Ergebnis, das gesagt wurde, ja, die sozialen Unterschiede manifestieren sich da wieder, die werden reproduziert und gerade Jugendliche aus bildungsfernen oder bildungsarmen Schichten können das Internet nicht im gleichen Maße für sich nutzen, auch für ihre Chancen wie andere. Und jetzt nochmal eine Frage an Sie alle oder vielleicht auch an Sie, weil ich jetzt eher so aus dem Jugendsozialarbeitsperspektive komme, wobei ich jetzt die Jugendberufshilfe nicht wirklich Expertin bin, aber was haben Sie gegen die Trägervielfalt und ist es nicht eher eine Frage von Standards? Ich weiß, dass es
Papiere und viel Kritik gab an der Vergabepraxis der BA. Ich kenne jetzt die einzelnen Kritikpunkte nicht, aber vielleicht ist das ja auch eher die Frage, wie werden Standards gesetzt und an wen wird eigentlich vergeben und zu welchem Preis? Also ist der niedrigste Preis das Kriterium, nach dem vergeben wird? Und ist das nicht eher das, was eine geringe Qualität dann in den Angeboten und Maßnahmen bewirkt? Und noch eine letzte Frage, vielleicht auch an Sie alle, weil das immer mal angeklungen ist, Mindestlohn für Azubis oder Mindestlohn überhaupt. Da wurde teilweise gesagt, braucht es nicht oder so, aber das fände ich schon auch nochmal ein spannendes Thema zu hören. Was denken Sie dazu? Würde das was nützen, da einfach einen Standard oder mehr Gerechtigkeit zu haben? Ja, danke für den Beitrag, auch gerade was die Frage der Einwanderungsgesellschaft angeht, wo wir ja die Situation haben, dass gerade in den Großstädten jeder dritte Neugeborene irgendwie einen Migrationshintergrund hat. Da müssen wir einfach von einer wahnsinnigen gesellschaftlichen Vielfalt ausgehen. Und diese gesellschaftliche Vielfalt und letztlich Diversity muss auch Leitbild in den Ausbildungsbetrieben sein und letztlich in allen Unternehmen. Denn ich glaube, wir brauchen einfach Offenheit für alle Nachwuchskräfte, egal woher die Eltern kommen. Grundsätzlich ist das ja so, dass die soziale Herkunft aber viel entscheidender ist als die nationale. Also ob man aus einem Arbeiterhaushalt kommt oder ob man aus einem klassischen Doppelakademikerhaushalt kommt, danach entscheiden sich dann auch die Bildungschancen der Kinder und Jugendlichen nach wie vor. Das haben auch alle Bildungsgipfel der letzten Jahre nicht durchbrechen können. Das ist sozusagen das Kernproblem. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, wenn auch, möchte ich auf eine HIS-Studie noch hinweisen, der vielleicht Ali heißt mit einem 1er-Abi, ja, und jemand, der Christian hat mit einem 1er-Abi, wenn die dann in das Bewerbungsgespräch gehen um den neuen Job, sind beide hervorragend und gleich qualifiziert, dann bekommt der Christian diesen Job mit einer siebenfach höheren Wahrscheinlichkeit. Insofern sind es auch strukturelle Elemente und da kann, glaube ich, ein Diversity-Leitbild helfen, wo man auch sagt, wenn wir hier eine vielfältige Belegschaft haben, dann sprechen wir damit auch beispielsweise unterschiedliche Kundengruppen an. Insofern ist es auch ein ökonomisches Argument und ein Gerechtigkeitsargument in einem. Die ganze Frage der Ausbildungsvergütung, finde ich, das ist ja alles auch eine ziemlich komplizierte Geschichte mit unterschiedlichen Höhen, wo man sich auch fragt, sollte sich das nicht weiter angleichen? Ich glaube, wenn wir es schaffen, in Deutschland wirklich einen gesetzlichen Mindestlohn einzuführen, und der grüne Vorschlag geht ja so, eine Mindestlohnfindungskommission auf Bundesebene, wo die Tarifpartner drin sitzen, plus Wissenschaft und die Höhe des Mindestlohns festgesetzt wird, dann wäre das aus meiner Sicht auch eine Verhandlungsarena, wo man dann über die Frage von Ausbildungsvergütungen gut diskutieren kann. Jetzt aber in einem Handstreich alle Ausbildungsvergütungen auf einen bestimmten Betrag zu bringen, glaube ich, wäre nicht der richtige Weg, weil das eben ja derzeit auch in der Tarifpartnerschaft vereinbart wird. Aber wenn man auch sieht, wie unterschiedlich das ist, muss man da auf jeden Fall drüber nachdenken, weiter diskutieren. Wenn es eine Mindestlohnfindungskommission gäbe, dann kann man in dieser Verhandlungsarena, denke ich, auch die Ausbildungsvergütung besprechen und regeln. Und noch zu Ihrem Thema Trägervielfalt. Also bin ich missverstanden worden. Ich habe also nichts gegen Trägervielfalt, sondern der Wettbewerb ist gewinnbringend. Vielleicht ich habe was gegen Programmvielfalt und Maßnahmenvielfalt und zu viel Zuständigkeiten. Das war mein Kritikpunkt und nicht, dass es zu viel Träger auf dem Markt gibt. Die Träger machen ja nur die Maßnahmen, die irgendwo finanziert werden. Und da bin ich der Meinung, ich habe das Beispiel mit diesen 5 Bundesministerien genannt. Es gibt die 15 wahrscheinlich nicht alle, das sind nur die mir gerade eingefallen sind, wo ich genau weiß, die machen Programme, die alle auf dem gleichen Feld sind. Da bin ich eher der Meinung, es bringt viel mehr, wenn ich für die Aufgabe Ausbildungsvermittlung und Übergangsbereich einen gesetzlich
einen gesetzlichen Verantwortungsträger hätte und nicht 5 oder 6, die parallel daneben Programme auflegen und auch nicht abgestimmt sind. Das war mein Vorwurf. Und das ist nur die Bundesebene, und auf Länderebene haben sie das alles mal 16. Da würde ich Ihnen gern zustimmen. Ein guter, attraktiver, dualer Ausbildungsplatz ist konkurrenzlos. Sowohl was schulische Ausbildungen betrifft, aber ein guter, ein gut bezahlter, das sage ich auch immer meinen Schülern. Was zieht ihr euch denn, warum geht ihr nicht, nehmt ihr diese Ausbildungsplätze nicht an, wenn sie denn da wären? Was wollt ihr hier noch auf die Schule gehen? BAföG, Kindergeld, alles das zählt in der Höhe nicht mit. Ich will eine Sache nochmal zuspitzen, vielleicht ein bisschen provokativ. Ist das ein Schatz, diese 25%, die da liegen? Ich habe hier viele Schätze sitzen vor meinem Zimmer. Das heißt, du bist ein Schatz, aber ist das ein Ausbildungsschatz? Ist das ein Schatz, den man tatsächlich in der Gänze in dieser großen Zahl heben kann? Da müssen wir schon noch mal genauer drauf gucken. Weil viele dieser jungen Menschen, die können sich nicht vorstellen, 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Die können sich auch nicht vorstellen, 40 Jahre zu arbeiten. Die können sich vorstellen, Geld auszugeben. Die können sich virtuelle Welten vorstellen. Die leben in einer Fernseh- und virtuellen Spaßgesellschaft im Unterhaltungsbereich. Das ist jetzt keine Beschimpfung, das ist halt einfach so. Ich habe vor 30 Jahren, als das Privatfernsehen aufkam, gedacht, da wird eine ganze große Gruppe über ein Löffelballbier, die sich dagegen so nicht wehren kann, die da denen auf den Leim geht. Und ich glaube, es ist ein Teil des Problems, dass wir diese jungen Menschen eben nicht zum Lernen nachmittags kriegen oder abends, sondern dass die eben dann sich da reinhängen auch. Herr Alt. Altmaier. Okay, gut. Und da gebe ich auch noch mal eine Geschichte zum Besten, die ich jetzt nicht national oder mit Migrantenhintergrund belegen kann. Da hat mir vorgestern ein Kollege von der Karl-Legien-Schule erzählt. Er bringt immer Leute ins Praktikum. Die müssen einfach der Beruflichkeit näher gebracht werden. Die haben sich aber die zwei Spätzels da nicht drum gekümmert. Die sind dann zum Schluss noch übrig geblieben. Dann hat der Klassenlehrer gesagt, ich habe da noch einen, was wollt ihr machen, was mit Kfz, also war mal nicht was mit Medien. Dann hat er gesagt, ja, ich kenne da auch einen türkischen Ausbilder, Ausbildungsbetrieb. Ja, das waren aber keine Türken, die beiden, mit dem Hintergrund. Und das ist ein toller Betrieb, der würde euch jetzt auch nehmen. Dann sind die morgens, mussten sie erscheinen, die kamen da ein bisschen zu spät. Sie kamen in weißen Hemden, sie kamen mit schicken Schuhen. Im Kfz-Gewerbe ist das jetzt nicht gerade die ideale Berufskleidung. Die haben also da noch einen Augenblick in dem Raum gesessen, hat er gesagt, nee, ich schicke euch jetzt erstmal nach Hause, ihr zieht euch um und dann kommt ihr wieder. Und dann kamen die so um 11 Uhr wieder, hatten sie auch umgezogen, dann sagt er, und inzwischen durch, was habt ihr da gemacht in der Zeit? Ja, wir haben erstmal ordentlich gefrühstückt. Und zwischendurch stellte sich auch noch raus, dass die Kaffeekasse der Kollegen verschwunden war. Und dann hat er sich auch noch darauf angesprochen, sagen, ja, die haben sie mitgenommen, weil sie hatten so einen Hunger und haben erstmal ordentlich gefrühstückt. Und sind dann wiedergekommen und dann war aber dieser Praktikumsplatz auch weg. Also der hat die gleich rausgeschmissen und wieder weggeschickt. Ich sage es nur, das sind keine Schätze, die man von heute auf morgen heben kann. Da muss schon eine ganze Menge vorher falsch gelaufen sein. Und davon habe ich doch reichlich viele bei mir sitzen. Wir gehen den Weg, ganz individuell zu gucken, was ist an diesem Schatz tatsächlich noch zu schätzen und wo kann man da die Stärke fördern und wo kann man die auch noch hinbegleiten. Aber pauschal die Zahl von den 270.000, da bin ich inzwischen sehr vorsichtig, die werden wir nicht alle morgen in den Mechatroniker-Ausbildungsberuf bringen, wenn ich es übertrieben ausdrücke. Vielleicht kann ich noch eins anfügen zum Thema Mindestvergütung. Normalerweise ist der Dachverband der IHK ist ja gehalten, nichts zu Tarifangelegenheiten zu sagen. Das ist Sache der BDA. Ich sage es aber trotzdem mal, ich bin mir da absolut mit Herrn Gehrig einig. Also das müsste man an Tarifverhandlungen dann natürlich ankoppeln. Das ist immer so, dass zu später Stunde, wenn die Tarifparteien keine Kraft und keine Lust mehr haben, die Ausbildungsvergütungen festgelegt werden. Also da hat sich bislang keiner so richtig gekümmert. Und die Branchen, wo wirklich Not am Manne war, die zahlen ja auch schon wirklich relativ gut. Insofern so eine Einheitsvergütung fände ich auch relativ schwierig, offen gestanden. Wenn, dann muss man das mit der Mindestlohndebatte verknüpfen. Anders geht's auch gar nicht. Und zu den Schätzen vielleicht nochmal. Also den sagten von auch Jugendberufsagentur in Hamburg könnte ja ein ganz gutes Vorbild sein bundesweit.
was in Hamburg vielleicht noch ganz gut klappt, was ja wirklich fast schon eine aufsuchende Sozialfürsorge ist, mehr oder weniger. Da wird ja jeder hinterm Bett hervorgeholt. Das ist wahrscheinlich in Flächenländern schon sehr viel schwieriger. Und auch da hindert uns wieder ein bisschen dann unser allgeliebter Föderalismus, ne? Auch ein bisschen eindeutige Strukturen da vielleicht auch einzuziehen. Und ein bisschen, da bin ich wieder bei Herrn Rolf, muss man, denke ich, auch immer noch an die Eigenverantwortung eines jeden Jugendlichen appellieren. Und wenn er dann partout nicht aufstehen will um 7, 8 oder 9, na, dann kriegt er eben keinen Ausbildungsplatz. Also da würde ich jetzt auch sagen, irgendwann ist dann auch Schluss. Ich will noch kurz mal, das ist aus meiner Sicht ein bisschen noch mal, wie soll ich sagen, anreizend, sich doch noch schärfer Gedanken darum zu machen. Also Sie haben doch ein ziemliches Problem, wenn man diese demografische Entwicklung als Hintergrund nimmt. Und Sie können das Problem nicht alleine stemmen, wie soll ich sagen, durch Zuwanderung. Das ist bestimmt auch nötig, in größeren Zahlen als in der Vergangenheit. Aber auch die Menschen werden Sie wahrscheinlich dann weiterbilden müssen oder und so weiter. Und jetzt stellt sich mit diesen Bildungsschätzen stellt sich ja doch die Frage, also wenn man einen 16- oder 17-jährigen Menschen da vor sich hat und der hat ein Erwerbsleben bis 67 theoretisch vor sich, dann ist das ja doch eine Frage, ob der Mensch noch reift, also Richtung, was weiß ich, 25 und sich plötzlich dann doch auf einen anderen Weg begibt. Also ich kenne ziemlich viele Leute aus meiner Biografie, die haben häufiger umgesattelt in ihrem Beruf oder haben einen anderen Beruf zusätzlich gelernt oder haben, dann später einen völlig anderen Beruf ausgeübt. Teilweise haben das sogar Leute hingekriegt ohne formalen Schulabschluss oder Berufsbildungsabschluss, haben dann sich selbstständig gemacht oder so. Das heißt also, es ist doch mit diesem Wort Bildungsschatz, dass ich da die Fragen auch reingepackt habe von der Veranstaltung, war an sich deutlich zu machen, welche gesellschaftspolitischen Kosten da auf der Reise sind. Also letztendlich, wenn man sie nicht abholen kann und motivieren kann, selbst anzupacken und selbst zu lernen, dann landen die halt im Hartz-IV-System und das sind nichts anderes als Steuergelder. Also diesen Zusammenhang, also deswegen ist die Verantwortung schon zwischen allen Partnern, also sei es die Kammern, sei es die Berufsschulen, sei es, was weiß ich, sei es wir als bildungspolitische hier Weiterbildungsträger, als Böll-Stiftung, also dass man im Prinzip sich die Gedanken schon machen muss, wie man diese Bildungsschätze heben kann. Ich habe auch noch zwei Fragen aus dem Publikum. Weiß nicht, ob wir die jetzt gleich aufnehmen wollen, zu sammeln? Oder lieber direkt? Ja, machen wir das erstmal mit rein. Genau. Okay, dann später noch. Die waren auch. Ja, ich bin eigentlich auch bei dem Albert Reinhardt. Von Politikschule, Internet im Agenda 21-Prozess. Also was mir zu kurz kommt bei der Diskussion, ist sozusagen, dass sich so der Hintergrund für die Jugendlichen ändert, der gesellschaftliche Hintergrund. Also wir, die letzten 20 Jahre mit Internet und diesen ganzen Entwicklungen und wir haben eine Schule, die halt sozusagen für die Industriegesellschaft gesettet wurde, um die Menschen aus der Agrargesellschaft rauszuholen. Nach der Metapher des Aufpfropfens hat man die sozusagen aus dieser integrierten Agrargesellschaft rausgeholt und sozusagen die drei Generationen getrittelt und funktionalisiert und so weiter. Und jetzt muss man einfach sozusagen, jetzt leben wir wieder, müssten wir uns wieder hinentwickeln zu mehr integrierten Systemen. Und ich glaube, wir kommen da nicht dran vorbei, die Schule quasi als Labor oder als Integrationsraum zu sehen. Ja, es gibt jetzt schon diese Bildungslandschaften, das finde ich einen sehr guten Ansatz, aber auch Ganztagsschulen ist sicherlich richtig, aber das muss sozusagen lebensweltlich hinterlegt sein. Das können nicht diese hermetischen Räume bleiben, die es jetzt bisher sind, die Schulen. Ja, das müssen praktische, also was hindert uns denn dran? Wir kennen alle die baulichen Mängel in Schulen. Wir wissen, dass wir mit der Energiewende Dinge umbauen wollen, dass die Industrie wahrscheinlich verzweifelt Referenzprojekte braucht, zum Beispiel für Smart Grid Projekte. Ja, bis die marktfähig sind, braucht man Entwicklungszentren. Warum macht man das gemeinsam mit den Schulen, an diesen Zukunftsentwicklungen zu arbeiten? In der Schule, an dem Schulgebäude, mit Wissenschaftlern, mit Firmen, die daran interessiert sind. Da lernen können die Schüler sozusagen ihr Praktika machen, mitarbeiten, Verantwortung übernehmen für bestimmte Bereiche. Und diese ganze Komplexität, die da auf uns zukommt, wenn man die
nicht, also das ist der Schatz, zu dem ich nochmal zurückkommen will. Das ist in der Tat so, dass die Natur Jugendliche in der Pubertät mit einem Überschuss an Synapsen ausstattet. Das ist ein Überschuss, das ist eine Redundanz. Und wir reduzieren die mit blöden Fachkenntnissen, schmeißen wir die zu und verhindern so, dass die überhaupt Komplexität sich aneignen können. Und damit reduzieren wir eigentlich deren Möglichkeiten, ja. Das ist verheerend, was wir da gerade noch in Schulen machen. Also ich könnte da jetzt noch eine Stunde weiterreden. Ich mache jetzt mal einen Punkt. Danke. Birgit Kloivers, FIPS. Ich möchte an das Thema Schule an der Stelle anschließen nochmal. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Elternhaus in erster Linie, dann die Lehrkräfte und dann das direkte soziale Umfeld der Jugendlichen Berufswahl und Berufsorientierung sehr, sehr stark prägen. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Wenn jetzt aber nicht jeder einen Bäcker in seinem Umfeld hat und Bildungstradition eben auch nach wie vor eine große Rolle spielt bei der Berufswahl, Berufsorientierung, duale Ausbildung nicht immer bekannt ist, welche Rolle spielen denn dann die Lehrkräfte beziehungsweise welche Veränderungen müsste die Lehrerbildung auf lange Sicht da nehmen? Beziehungsweise was brauchen kurzfristig auch allgemeinbildende Lehrkräfte, damit sie viel früher auch die Jugendlichen schon abholen, mitnehmen, ja, anstoßen können, wie auch immer, sie unterstützen können, gerade bei den Punkten, wo sie halt wenig Einfluss drauf haben, wie Eltern und soziales Umfeld. Reza Ramani, mein Name ist Lehrer, bin ich, und wenn ich immer sage Lehrer, sage ich mal, unterrichten Sie Arabisch? Denn ich unterrichte Mathe und Physik. So, ich muss mal eine Etage runterkommen. Das sind die Schule. Jetzt haben wir die Schule und die Schüler kommen nicht mit in der Schule. Die kommen dann in den Bildungsträger. Kennen Sie Bildungsträger? Viele kennen das nicht vielleicht. Bildungsträger ist das für das Publikum jetzt hier. Bildungsträger, die sind die Institutionen, die Millionen hier in Berlin es gibt, die die Schüler aus irgendeinem Grund nicht mitmachen können, da kommen die dann eine Etage runter. Und da werden sie alles zusammengebracht. So, und dann werden sie auch dann bei den nicht ausgebildeten Menschen, Lehrer, gibt es nicht, da wird es auch weiter betreut. Und da wird das von der Stadt auch nicht kontrolliert. Das heißt, in der Schule haben wir Schulrat, an der Hochschule haben wir Akkreditierung, diese Bildungsträger haben die keine. So, meine Frage ist, dass dann, ich habe auch jahrelang aus idealistischen Gründen, habe ich dann in diesen Institutionen gearbeitet mit dem Bildungsträger. Ich habe auch in der Schule und Beruf oder Werkschule Berlin, die sind nur Deutsche, die sind nicht nur jetzt, wenn ich das hier darüber spreche, die denken immer, das sind Migrantenkinder. Gehen Sie mal hin, gucken mal, was da passiert. Die sind halt viel mehr Marzahn-Hellersdorf. Kindern. Was passiert mit diesen Kindern, wenn sie nicht mehr da schaffen? Und es sind jede Menge davon. Ich habe schon ein Bild von mir gemacht, ich weiß, aber ich will mal einfach fragen, vielleicht provokativ, wissen Sie, was da passiert da? Wenn die es nicht im Bildungsträger schaffen. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier eine Schlussrunde auf diese Fragen. Wer will anfangen? Ich würde gerne direkt daran anschließen, weil ich auch ein Angebot machen möchte, auf das die anderen vielleicht eingehen können. Es sind nur nicht die Entscheider jetzt hier von Politik und auch von Bildungspolitik. Die Berliner Oberstufenzentren an diesen Schulen und auch die beruflichen Sonderberufsschulen, ich schließe mal alle beruflichen Schulen ein. Alle jungen Menschen, die jetzt nicht zielstrebig aufs Abitur zugehen, aber auch diese, sind an diesen Zentren. Ich brauche jetzt, wenn ich mir mal einen Wunsch in die Zukunft erlauben darf, was brauche ich an diesem Zentrum noch, damit ich sozusagen das Problem, was wir heute Abend diskutiert haben, noch besser anpacken kann. Ich brauche die Arbeitsagentur direkt vor Ort. Das ist Zentrum, wir sind auch die Lebensmitteltechnik, auch die Bäcker sind bei mir. Da würde es sich durchaus lohnen, wenn da ein ständiges Büro wäre, wo sozusagen die Arbeitsvermittler jede Lehrstelle, die sich in dem Bereich auftut, auch sofort weiter vermitteln können. Umgekehrt habe ich jetzt die Initiative ergriffen, wir machen jetzt einmal im Jahr eine Messe, Abschluss mit Anschluss. Wir haben alle Betriebe in der Druck- und Medienindustrie und in der Gastronomie, also es ist nicht das OSZ-Gastgewerbe, es ist Ernährung, Lebensmitteltechnik, also aber die Köche sind da, die Bäcker, die Fleischer, haben alle eingeladen, Stände aufzumachen, ihre freien Lehrstellen dort anzubieten. Raten Sie mal, wie viele Betriebe im Februar gekommen sind? 3.
in dem Bereich. Ja, und wir haben auch tatsächlich 6 Lehrstellen vermittelt. Aus der Druck- und Medienindustrie waren 2. Die Arbeitsagentur war da, es waren auch andere staatliche Träger, Förderinstitutionen da, auch Hochschulen. Aber den Weg wollen wir weitergeben. Wir wollen also regelmäßig aus der Schule raus das vermitteln. Aber ich bräuchte eigentlich dann nicht die Agenturen irgendwo im Bezirk ohne direkte Anbindung an die Beruflichkeit, sondern auch bei uns. Die Berliner Jugendlichen sind mit 12% doppelt so oft krank wie Westdeutsche in der Fläche. Das ist jetzt auch ein Stadtproblem. Ich hätte gern einen Arzt halbtags an der Schule. Dann könnten die sich lange Wege sparen. Man hätte diese Absenz, diese Schwänzerproblematik, kann ich sie auch bezeichnen, die Selbstverständlichkeit, zum Arzt zu gehen und sagen, ich bin krank und kann nicht lernen. Und dann verliere ich auch Bildungsanschluss in dem Bereich. Das ist schon ein massives Problem, was wir haben. Ja, diese kontinuierliche Absenz von vielen Schülern, da kann man dann auch den Bildungsabschluss nicht erreichen. Da hätte ich gerne eine medizinische Betreuung direkt vor Ort an der Stelle. Das würde weiterhelfen. Ich gucke nach Norden, Schweden, Dänemark, Norwegen. Da gibt es solche Dinge auch schon. Und dann hätte ich auch gerne Präsenz der betrieblichen Seite. Also von mir aus die Vertreter der Betriebe oder was auch immer möglich ist. Also jetzt nicht Institutionen wie die IHK. Das ist sicher auch fachlich bürokratisch, sage ich mal, geeignet, aber es muss auch tatsächlich ein Vermittlungsangebot auch von betrieblicher Seite da sein, dass man immer sagen kann, pass auf, hier sind attraktive Arbeitsplätze. Diese Zentren müssen viel mehr noch genutzt werden, um diese Beruflichkeit zu vermitteln. Eine Sache allerdings darf man nicht vergessen, der Bildungsauftrag des Staates bezieht sich nicht nur auf eine berufliche Ausbildung, sondern der Mensch muss umfassend in seiner Persönlichkeit ausgebildet werden. Und da gehören noch so viele andere Sachen dazu, auch wie ich das mediale Angebot nutze und wie ich kritisch reflektiere, was einem da alles so erzählt wird. Und da ist halt eine Menge mehr inzwischen, was die einzelnen jungen Menschen alles verarbeiten müssen, als was es vielleicht noch vor 20, 30, 40 oder vielleicht vor 100 Jahren war. Gerne, dass ich die alle 5 Jahre mal ein Jahr lang in den Betrieb ausleihen könnte, bei gleicher Bezahlung. Also ich hätte gerne, dass das tatsächlich die Lehrkräfte alle 5 Jahre ein halbes Jahr lang in die betriebliche Praxis gehen, wobei die Betriebe auch nicht immer ganz so begeistert sind, wenn dann Lehrer ankommt. Ja, zum Thema Schule als Bildungslandschaft oder Wissen ist nicht gleich Bildung, das hatten Sie gesagt. Und Sie sagten ja auch, wenn man hier zu einer wesentlichen Veränderung käme, würden sich die ganzen Folgeprobleme nicht ergeben. Gebe ich Ihnen ja völlig recht. Also insoweit ist es eine Frage an Herrn, oder es kann der Herr Gehring als Bundestagsmensch mitnehmen, sich stark machen für eine zentrale Bildungspolitik. Damit legt er sich natürlich mit anderen Ländern an. Also ich sage, das ist ein zentrales Problem. Also wenn Sie meine persönliche Meinung geht genau in die gleiche Richtung. Das sind meine Erfahrungen, die ich in meinem beruflichen Umfeld mache, immer das Gleiche. Diese Vielfalt mag zwar an vielen Stellen gut sein, aber in der Bildungspolitik schafft sie, meines Erachtens, mehr Schnittstellen und führt viel zu mehr Unordnung. Auch das Thema, es gibt Bundesländer, die sich da sehr offensiv zeigen, die auch bei der Fortbildung ihrer Lehrer die Berufsorientierung, beispielsweise Nordrhein-Westfalen, ihre Berufsorientierung ganz stark mit ins Boot nehmen, wo auch das in die Lehrerfortbildung mit einfließt. In anderen Bundesländern findet es überhaupt nicht statt. Das sind so Dinge, die sozusagen strukturpolitisch aus meiner Sicht gelöst werden müssten. Zum Thema Bildungsträger, was Sie sagten, wer überprüft die? Ich kann nur sagen, für die Bildungsträger, die Maßnahmen nach dem SGB III oder nach dem SGB II, also wo die Bundesagentur für Arbeit zuständig ist, müssen die Qualitätsstandards erfüllen. Es gibt zum einen Vergabeverfahren. Im Rahmen der Vergabeverfahren sind Anforderungen auch an die Lehrkräfte mit drin. Es gibt Zertifizierung. Jeder Bildungsträger, der eben Maßnahmen SGB III und SGB II macht, muss zertifiziert sein. Und da gibt es auch die Zertifizierung bezüglich des Trägers und der Maßnahme. Und da wird die Kompetenz der Lehrkraft als Anforderungsprofil mit reingenommen. Insoweit denke ich, sind Qualitätsstandards und Qualitätssicherungselemente an der Stelle doch gegeben.
Und ich denke, die werden auch kontrolliert. Es gibt natürlich Stichproben. Wir können nicht jede Woche zum gleichen Träger gehen, aber es wird überprüft. Also Qualitätssicherung ist gegeben. Und Sie haben ja quasi, Herr Selin, nochmal immer wieder betont, wir müssen doch jetzt auch für die Jugendlichen was tun, die können doch nicht auf der Strecke bleiben. Gebe ich Ihnen ja völlig recht. Wir versuchen ja auch durch individuelle Unterstützung an diese Schüler ranzukommen. Und wir machen auch viele Maßnahmen. Das Problem bleibt aber, dass viele dieser Maßnahmen eben nicht standardisiert sind und dass viele dieser Maßnahmen sozusagen nicht miteinander verzahnt sind. Also wir brauchen an der Stelle, und das ist nicht nur eine Forderung, also das Stichwort Bildungskette ist ja bereits an der Stelle schon mal erwähnt worden. Ich denke, es muss beginnen mit einer vernünftigen Potenzialanalyse, wo die Stärken, es geht um die Stärken, ne? Um die Stärken des Jugendlichen herausgearbeitet werden. Ausgehend davon, die darf man nicht nur eine Erhebung machen, dann ist es vorbei, dann gehen die in irgendeine Maßnahme, die damit nichts zu tun hat, sondern es muss eine enge Verbindung da sein zu dieser Stärke und dann der folgenden Maßnahme. Das muss aufeinander aufbauen. Und so muss es fortgesetzt werden und das Ganze muss auch weitergeführt werden während der Ausbildung, mindestens bis zu einem Jahr, wenn der in der Ausbildung sich stabilisiert hat. In diesem Umfang von 4 bis 5 Jahren brauchen wir eine individuelle Betreuung. Also das ist die Forderung. Und aber Sie haben sie nicht, Monsieur. Wir sind aber zum Teil auf dem Weg, das zu organisieren. Wir sind dabei. Wir haben es halt momentan nicht flächendeckend. Da bin ich wieder beim Thema Geld. Und wer finanziert das Ganze? Und auch wieder bei der ganzen Strukturfrage, dass sich Länder und Bund an der Stelle verabreden müssen. Und es ist halt mal so, dass viele Bundesländer an der Stelle sagen, dafür wollen wir kein Geld ausgeben. Aber ich wollte damit nur Ihre Sorge, die ich ja sehr gut verstehe, die Probleme sind da schon erkannt und man versucht da auch Lösungen herbeizuführen. Also ich wünsche mir Schulen, die wirklich Lern- und Lebensort sind, wo es darum geht, dass niemand zurückgelassen wird, alle sozusagen individuell gefördert werden, Lern- und Lebensorte, die inklusiv sind und die in der Regel auch ganztägig sind und wo man es wirklich hinkriegt, alle mitzunehmen. Und da ist man dann sehr schnell bei der Beschreibung der aktuellen Situation. Die Leute haben die Nase voll von fehlenden Kita-Plätzen, von maroden Schulen und Berufsschulen und von überfüllten Hörsälen. Und die haben auch die Nase voll von diesem Zuständigkeitsgerangel, was es zwischen Bund und Ländern gibt. Jetzt ist man dann sehr schnell bei der Frage Verfasstheit unseres Bildungsföderalismus. Ich wünsche mir da einen kooperativen und keinen konfrontativen. Ich glaube, eine Bundesbildungskompetenz würde uns da aber auch nicht weiterbringen. Also zu sagen, im BMBF, im Bundesbildungsministerium hier in Berlin, wird über gute Schule vor Ort entschieden. Das kann eigentlich nur schief gehen. Sondern wir brauchen gemeinsame Bildungsstandards und wir brauchen die Ermöglichung von Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Kommunen, um diese guten Schulen zu bauen. Und deshalb muss ein Kooperationsverbot weg, sonst wird es niemals eine Bildungsrepublik geben. Das hat was mit der Verfasstheit dann zu tun. Das heißt, eine Ermöglichungsverfassung für bessere Bildung an der Stelle, damit wir so wichtige Projekte wie ein zweites Ganztagsschulprogramm oder die Verwirklichung von Inklusion oder die Frage Fortsetzung von Schulsozialarbeit auch künftig hinkriegen. Ja, das ist ja auch wieder so eine Geschichte. Es war bei dieser ganzen Kompromisssuche rund um dieses Bildungs- und Teilhabepaket, schwupps, ist plötzlich die Schulsozialarbeit entdeckt worden. Ja? Und da war allen klar, nach 3 Jahren läuft die Finanzierung aus. Da sind allein in meiner Stadt Essen, die ähnlich stark sozial gespalten ist wie Berlin, 77 Stellen mitgeschaffen worden in einer Stadt, die bis vor kurzem Nothaushaltkommune war. Also wie geht es weiter? Erstmal keine Idee, wie es weitergeht. So, gibt es jetzt eine rot-grüne Bundesratsinitiative zur Verstetigung der Schulsozialarbeit. Das ist sozusagen aber nur ein Modul unter vielen, wie gute Schule gelingen kann. Und da muss einfach eine andere Kooperationskultur her und da muss es auch um eine Erhöhung der Bildungsinvestitionen gehen. Ich möchte aber auch noch zu dem Punkt Berufsorientierung sagen, das wäre doch etwas sehr Konkretes, das haben heute auch alle hier angesprochen. Berufsorientierung muss systematisch laufen und sie muss alle erreichen, um die Transparenz über die unterschiedlichen Bildungs- und Berufswege auch erstmal herzustellen. Und das wäre doch etwas sehr Konkretes zu sagen, das muss alle in der siebten Klasse auch erreichen.
Ja, ich selber hatte in der gymnasialen Oberstufe, hatte ich mal 45 Minuten, wo jemand von der Arbeitsagentur vor Ort für 30 Leute eine individuelle Berufsberatung machen sollte in 45 Minuten. Das war natürlich ein Schuss nach hinten. Und das zweite Modul der Berufsberatung war, wir fahren alle mal zum Tag der offenen Tür einer Universität in der Region, werden abgeliefert, guckt euch mal um, werden abends wieder abgeholt. Das kann nur schief gehen. Das ist inzwischen glücklicherweise auch an meiner eigenen Schule von damals besser geworden, aber es ist immer noch nicht systematisch. Ich glaube aber, dass wir die Lehrkräfte damit auch überfordern würden, dass die das leisten müssen. Sondern dafür haben wir viele Expertise und Expertinnen und Experten, die systematisch, kann ja jede Projektwoche, die es gibt, auch zum Beispiel zur Berufsorientierung sein. Ja? Oder das kann in unterschiedliche Unterrichtsfächer integriert werden. Also Experten von außen reinholen, Transparenz herstellen und das zum Beispiel auf der Ebene der Kultusministerkonferenz auch für alle 16 Bundesländer verbindlich verabreden. Das wäre, glaube ich, ein sehr konkreter Vorschlag, wo man ganz viel Überzeugungsarbeit leisten muss, aber alle sagen, hey, ist doch eigentlich eine sinnvolle Sache, dann sollte man es doch hinkriegen können. So, ich könnte jetzt alles zusammenfassen. Nee, würde ich nicht schaffen. Ich bin zunächst mal erstaunt, wie nah die Programmatik von Bündnis 90 die Grünen, was den Bildungsföderalismus angeht, an der Programmatik des DIHK ist. Das muss ich also nicht nochmal ausführen. Was jetzt allerdings die Lehrer angeht, die in den Schulen den Jugendlichen Lust und Spaß auf die bunte Welt der Berufe machen sollen. Das können sie in der Tat nur, wenn sie ein bisschen vielleicht eine Ahnung haben, wie diese betriebliche Praxis aussieht. Und zwar bin ich schon dafür, dass sie einen Teil ihrer Ferienzeit dann auch dafür nutzen, in die Betriebe zu gehen. Die Angebote gibt's, werden aber zu wenig dann auch benutzt. Das ist insbesondere besonders leider bei den Gymnasien der Fall. Ich würde sagen, in Hauptschulen, Realschulen ist das gar nicht das große Problem. Bei den Gymnasiasten oder bei den Gymnasiallehrern ist es katastrophal. Ich hatte vor knapp einem Jahr oder sowas war das, eine nette Gymnasialmädchenschule aus dem Rheinischen mit einer ahnungslosen Lehrerin, die konnte gerade mal so drei Ausbildungsberufe buchstabieren. Die wusste nicht, wer die Ausbildungsvergütung bezahlt und war dann auch bass erstaunt, wer die bezahlt. Also wie hoch die ist, davon war dann schon gar keine Rede mehr. Also es war jedenfalls katastrophal, was da so an Kenntnis überhaupt da war. Insofern würde ich sagen, klar, Berufsorientierung muss natürlich auch von Profis gemacht werden, aber muss unterstützt werden von Lehrerinnen und Lehrern aller Schulformen, nicht nur der Hauptschulen und der Realschulen. Nochmal vielleicht zum Schluss zu den Schätzen, die es zu heben gilt. An Angeboten mangelt es mit Sicherheit nicht in dieser Republik. Oftmals mangelt es wirklich an Motivation. Ich will nochmal ein schönes Beispiel aufgreifen. Das sind die sogenannten Nachvermittlungsaktionen von Kammern und Arbeitsagenturen, die regelmäßig im Herbst stattfinden. Jeder Jugendliche, der bis dahin unversorgt ist, der seinen Wunsch nach Vermittlung aufrechterhält, wird eingeladen mit einem Brief von der BA. Und zu diesen Nachvermittlungsaktionen kommen regelmäßig unter 50% der Eingeladenen. In Berlin waren es von 2.300 Leuten, die eingeladen wurden, nur 400. Also das ist wirklich eine minimale Quote. Und auf jeden, der dann kam, gab es 7 betriebliche Ausbildungsplätze, die die Leute hätten antreten können, wenn sie denn gewollt hätten, natürlich auch zum Teil, wenn sie geeignet sind. Also angeboten mangelt es wirklich nicht. Also das ist eine Mehr, wenn das heute noch jemand erzählt. Ein letzter Punkt, Herr Sedin, weil Sie das ganz am Anfang ansprachen. Wir haben es, glaube ich, noch nicht wirklich aufgegriffen. Im letzten Jahr galten die Bemühungen der Politik, auch der Wirtschaft, auch der Gewerkschaften, vor allem den Jugendlichen unter 25, dass die erstmal reinkommen ins System. Und da sind sehr viele auf der Strecke geblieben. Und das sind jetzt die berühmten 1,5 Millionen, von denen wir jetzt reden, zwischen 25 und 34, die dann keinen Berufsabschluss haben. Und ohne Berufsabschluss ist es auf dem Arbeitsmarkt bekanntlich schwer. 700.000 von denen haben irgendeinen Job, machen irgendwas, zum Teil dann auch gering qualifizierte Beschäftigung und Ähnliches. Ja, und denen muss man schon noch helfen, demografisches Problem, einen Weg in den Arbeitsmarkt zu finden, der langfristig trägt. Und da machen wir auch was. Und da gibt es neue Projekte, das kann, glaube ich, Herr Spatz auch unterschreiben, die nennt sich Teilqualifikation. Das war jahrelang auch so ein bisschen Unwort, wenn man mal sagt, naja, so Häppchenausbildung, Modulausbildung und so weiter, das kann ja nicht gut gehen, damit zerstören wir unsere duale Ausbildung. Okay, das wollen wir auch nicht für die unter 25-Jährigen, aber bei denen, für die eine klassische Ausbildung in Berufsschule und im Betrieb vielleicht nicht mehr wirklich in Frage kommt, weil sie schon zu alt sind, weil sie irgendwann am Band stehen, für die muss man vielleicht andere Möglichkeiten erwägen. Und da könnten solche Häppchen, solche Teilqualifikationen, die man dann macht, die dann ein paar Monate dauern und die man irgendwann dann mal addiert und die irgendwann auch zu einer Prüfung dann führen können und zu Berufsabschluss von der Kammer, Stichwort externen Prüfung. Da kann man und sollte man sowas doch nochmal ausprobieren. Das machen wir jetzt in Modellprojekten.
mit den Arbeitsagenturen gemeinsam bis 2016. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich in Beschäftigungsfähigkeit und zur Berufsfähigkeit dann auch führt. Und dann haben wir ein paar von denen, mit Sicherheit nicht alle, ein paar von denen sind 1,5 Millionen dann auch langfristig und dauerhaft im Arbeitsmarkt integriert und denen eine Chance gegeben auf den Berufsabschluss. Nicht ganz, über Dual Plus reden wir das nächste Mal. Und eine kurze Frage, welche Größenordnung soll das Programm haben? Ja, das ist jetzt noch relativ kleine Flamme, aber es sind schon so ungefähr die Hälfte der IHKs, die da mitmachen werden. Und also in München und in Nürnberg gibt es schon erste Modellprojekte mit kleinen Erfahrungen dann auch schon. Ja, wir werden gucken, also das werden keine Riesenausmaße sein, das ist ein Pilot letzten Endes. Und wenn der Pilot erfolgreich ist, dann werden die Dimensionen sicherlich noch ein bisschen größer werden. Und das betrifft natürlich vor allem auch Mangelberufe, wo dann Unternehmen besonders dann auch Not haben. In diesen Berufen probieren wir das zuerst, gewerblich-technische Berufe vor allem, weniger die kaufmännischen. Und wenn das erfolgreich ist, dann kann man da sicherlich noch weit mehr draus machen. Wir werden sehen. Okay, ich sage mal vielen Dank für die doch engagierte Diskussion, wenn wir auch ein kleiner Kreis sind. Und ich glaube doch schon, dass eine Menge, wie soll man sagen, Inhalte und Kontroversen und unterschiedliche Sichtweisen hier zum Tragen gekommen sind. Und das war sich mit der Sinn der Veranstaltung. Vielen Dank nochmal.